Meine Damen und Herren, guten Morgen. Sind alle schon ganz eifrig im Gespräch? Das ist ein gutes Zeichen. Es ist für uns ganz wunderbar, dass wir jetzt die außenpolitische Jahrestagung wieder im Präsenzmodus haben. Das beflügelt ja die Gespräche und verbessert die Kommunikation. Also, willkommen hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Imme Scholz. Ich bin seit April letzten Jahres neuer Vorstand der Stiftung, zusammen mit Jan-Philipp Albrecht, der Sie und euch nach der Mittagspause begrüßen wird. Mit der heutigen Abschlussveranstaltung geht unsere 23. außenpolitische Jahrestagung zu Ende. Und wir sind froh, dass so viele Freundinnen unseres Hauses den Weg hierher gefunden haben. Das Thema der diesjährigen Jahrestagung, die neue Sicherheitsnotlage in Osteuropa und ihre globalen Auswirkungen, haben wir uns nicht ausgesucht. Es hat sich aufgedrängt. Und es ist kein Thema, mit dem wir uns leicht tun. Deutschlands Selbstbild ist das einer Zivilmacht. Die Grünen kommen aus der Friedensbewegung. Und seit Ende des Kalten Krieges hatten wir alle parteiübergreifend die Hoffnung, mit Russland trotz aller Schwierigkeiten an einer stabilen und berechenbaren europäischen Friedensordnung arbeiten zu können. Diese Hoffnung hat sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zerschlagen. Wir müssen nun die neue Situation verstehen, mit all ihren Konsequenzen für Europa, für das transatlantische Verhältnis und die internationalen Beziehungen insgesamt. Nämlich, dass es in absehbarer Zeit in Europa keine Sicherheit mit Russland mehr geben kann. Nun prägt vor allem Gegnerschaft unser Verhältnis. Aber diese Formel Sicherheit nicht mehr mit, sondern gegen Russland, die man nun oft im Zuge der sogenannten Zeitenwende hört, die wirft natürlich eine Reihe von Fragen auf. Und einige davon zielen auf die DNA der deutschen und grünen Außenpolitik ab. Auf den ersten Blick betrifft dies bei den Grünen jetzt unsere pazifistische Herkunft, unser Rollenverständnis als Brückenbauer zwischen rivalisierenden Blöcken und auch unsere Präferenz ziviler Konfliktbearbeitung. Auf den zweiten Blick betrifft sie aber auch diese Neujustierung, die im Kontext der grundsätzlichen Debatten unter Rot-Grün entstanden ist, zu der Frage legitimer Interventionen und dem Prinzip der Responsibility to Protect. Denn ohne Achtung der UN-Charta, ohne einen handlungsfähigen UN-Sicherheitsrat und starke regionale Friedens- und Sicherheitsarchitekturen kommen wir damit auch nicht weiter, wie Botschafter Martin Kimani uns in der vorgestrigen Sitzung überzeugend erläutert hat. Die außenpolitischen Debatten der letzten Monate kreisten um die Lieferung schwerer Waffen. Kampf- und Schützenpanzer, Mehrfachraketenwerfer, Haubitzen, alles Begriffe, die wir früher so flüssig nicht benutzt haben. Und erneut, wie Ende der 1990er Jahre, als es um den Kosovo-Einsatz ging, drehen sie sich auch um die Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Osteuropas, auch vor dem Hintergrund des deutschen Angriffskrieges vor über 80 Jahren. Die einen leiten aus der deutschen Geschichte das Gebot ab, sich bei der Unterstützung der Ukraine militärisch zurückzuhalten. Die anderen fordern genau das Gegenteil. Die Verbrechen der Wehrmacht in der Ukraine vor 80 Jahren verlangten heute die größtmögliche militärische Unterstützung Deutschlands für die erneut angegriffene Ukraine. Und so kommen wir zum Thema dieser ersten Sitzung. Wie wollen wir heute, nun als Mitglied der EU und der NATO, die Ukraine in ihrem Überlebenskampf als unabhängige und freie Nation unterstützen? Welchen Schutz können wir anderen osteuropäischen Ländern anbieten, die von Russland bedroht, bedrängt und destabilisiert werden? Die Frage stellt sich nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen, denn es ist offensichtlich, dass Moskau seine ehemaligen Satellitenstaaten weder in Osteuropa noch in Zentralasien auf absehbare Zeit in die Unabhängigkeit, also in die wirkliche Unabhängigkeit entlassen will. Perspektivisch stellt sich natürlich auch die Frage, wie eine Kooperation mit Russland aussehen kann, die an die Wurzeln dieser Unsicherheit geht. Also die Frage eines konstruktiven Verhältnisses ist jetzt negativ beantwortet, aber sie wird sich immer wieder stellen. Wir müssen also nach vorne schauen und uns dieser neuen Realität stellen, dieser unmittelbaren, wie wir diesen Staaten
helfen können, ihre Souveränität zu bewahren und ihre territoriale Integrität gegen den russischen Neoimperialismus zu verteidigen. Darauf gibt es keine einfachen Antworten, aber wir merken, wir sind gefragt, als Deutsche, als Grüne, und wir müssen zu dieser Frage handlungs- und sprechfähig sein. Und daher wird dieser heutige Tag sehr spannend. Wir schauen heute Vormittag mit einer sicherheitspolitischen Brille auf die Region und freuen uns, dass wir unter anderem den ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen bei uns haben. Er hat im Auftrag der ukrainischen Regierung ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das er heute mit uns diskutieren wird. Und dafür bedanke ich mich schon einmal sehr. Am frühen Nachmittag spricht dann die Außenministerin zu uns. Darauf freue ich mich und Sie sich sicher auch sehr. Danach stellen wir die ganz großen Fragen zur deutschen und grünen Außenpolitik. Und es lohnt sich, hier zu bleiben. Ich wünsche Ihnen und uns eine anregende Veranstaltung. Und damit bitte ich nun unseren ersten Hauptredner auf die Bühne. Anders Fogh Rasmussen war von 2001 bis 2009 dänischer Ministerpräsident und im Anschluss bis 2014 Generalsekretär der NATO. Seit dem Ende seiner Amtszeit als NATO-Generalsekretär arbeitet er als unabhängiger Politikberater und Analyst für internationale Sicherheits- und Demokratiefragen. Er war Berater des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und hat jüngst zusammen mit Andriy Yermak, dem Kanzleichef von Staatspräsident Zelensky, ein Sicherheitskonzept für die Ukraine erarbeitet. Herr Rasmussen, willkommen in der Stiftung. Floor is yours. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Und ich beginne jetzt damit, dass ich sage, ich schätze es sehr, wie klar die Grüne Partei in Deutschland sich hier positioniert. Ich weiß, es sind viele Mitglieder der Grünen hier, und ich darf Ihnen sagen, Ihr Engagement für Rechtsstaatlichkeit, für Menschlichkeit, Menschenrechte, für eine regelbasierte Weltordnung ist ganz klar zum Ausdruck gekommen. Und es ist toll, dass Sie das in der Opposition und jetzt auch in der Regierung weiterhin so wahrnehmen. Wäre ich Deutscher, dann wäre es für mich schwer, mich zu entscheiden. Ich meine, die FDP gehört zu meiner politischen Familie, aber es könnte durchaus sein, dass, wäre ich Deutscher, ich mich als Kandidat für die Grünen bewerben würde. Aber mal die Nettigkeiten sind die eine Sache. Und jetzt komme ich direkt auf den Punkt. Putin darf nicht die Möglichkeit bekommen, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen. Wenn er erfolgreich ist in der Ukraine, wird er da nicht aufhören. Er wird als nächstes Moldova sich greifen, dann Georgien. Und wahrscheinlich wird er auch dann die drei baltischen Staaten ins Ziel nehmen, ganz besonders Litauen, um die Brücke zu schließen zur russischen Enklave Kaliningrad. Wenn er erfolgreich ist, wenn er damit durchkommt, das Land seiner Nachbarn zu okkupieren, wäre das ein äußerst gefährliches Signal für alle Autokraten weltweit. Xi Jinping würde sagen, naja, wenn Putin sich die Krim schnappen kann und vielleicht auch den Donbass, na dann versuche ich es doch auch. Dann gucke ich mal auf Taiwan und mache da mal was. Warum nicht? Es wäre also eine gefährliche Botschaft. Und eine regelbasierte Weltordnung würde damit zu Fall gebracht. Und es wäre nicht mehr Rechtsstaatlichkeit, sondern das Recht des Stärkeren, das dann die Welt regiert. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir alle Waffen liefern, alle Waffen, die die Ukrainer brauchen.
Aus tiefstem Herzen danke ich der Bundesregierung Deutschlands für die Entscheidung, nicht nur die Entscheidung, Leopard-Panzer zu liefern, sondern danke auch für die Entscheidung, anderen Ländern die Liefergenehmigung für den Leopard-Panzer zu erteilen. Das vorausgeschickt sehe ich aber auch, wie schwierig es ist, diese berühmte Panzerkoalition nun wirklich zustande zu bekommen. Da bin ich enttäuscht. Deutschland hat eine wichtige Entscheidung getroffen und ich hätte erwartet, dass alle europäischen Länder sich gleich anschließen. Wir haben 2000 Leopard-Panzer in Europa. Wir könnten leicht 200, 300 in die Ukraine schicken, so wie es gefordert wurde. Und trotzdem wären wir immer noch gut gesichert. Mein Appell heißt also, Sie sollten diese Leopard-Panzer liefern und diese Panzerkoalition aufbauen. Wir dürfen natürlich nichts ausschließen. Wir haben jetzt die Diskussion zu Kampfjets und ich weiß nicht, was da alles noch passieren wird später. Aber meine Haltung wäre, zunächst einmal gar nichts ausschließen, weil sobald wir etwas ausschließen, lassen wir Putin Spielraum, den Krieg zu beschleunigen. Und der Ansatz, den wir Schritt für Schritt führen müssen, ist ein Ansatz, der einfach nicht so funktioniert. Man kann keinen Krieg gewinnen, wenn man immer nur sich Schritt für Schritt bewegt. Man muss seinen Gegner einschätzen und man muss stärker sein als dieser Gegner. Es ist wichtig, dass wir die Dinge beobachten, nachverfolgen und dabei darauf achten, dass wir nicht nur die nächste Zukunft im Auge haben. Es ist ganz wichtig, auch Waffen zu liefern, die die Ukrainer brauchen werden. Sie haben den Willen zu kämpfen und es ist unsere Verantwortung, ihnen das zu geben, was sie brauchen, um kämpfen zu können. Wir müssen aber auch alles tun, um eine russische Invasion in der Zukunft zu verhindern. Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur in Europa, die sicherstellt, dass wir auf dem europäischen Kontinent Stabilität und Frieden haben. Ich hätte nie erwartet, dass in meiner Lebenszeit so etwas geschieht, was wir jetzt sehen in der Ukraine. Und deshalb wurde ich im Mai letzten Jahres gebeten, eine internationale Gruppe anzuleiten, gemeinsam mit dem Stabschef der Administration des Präsidenten der Ukraine. Wir in dieser Arbeitsgruppe sollten Vorschläge erarbeiten, wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen müssen für die Zukunft. Wir haben hart gearbeitet. Im Sommer, im September habe ich Präsident Zelensky eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet. Das Prinzip ist ganz einfach. Wir müssen die Ukraine befähigen, sich selbst zu verteidigen und das aus eigener Kraft. Schließlich und endlich brauchen wir dafür vier Elemente. Erstens einmal sollten wir den Ukrainer helfen, eine starke Verteidigungskraft, ein starkes Militär aufzubauen, sodass sie jedem künftigen russischen Angriff entgegentreten können. Zweitens sollten wir die geheimdienstliche Kooperation zwischen der Ukraine und ihren Partnern verstärken. Wir sollten gemeinsame Manöver und Übungen durchführen unter EU- und NATO-Flaggen. Und wir sollten der Ukraine helfen, eine starke Verteidigungsindustrie aufzubauen, sodass sie selbst Waffen produzieren können, die sie brauchen, um in der Lage zu sein, sich selbstständig zu verteidigen. Und der Gedanke sieht so aus, dass wir hier internationale Garantiegeber dafür brauchen, die zunächst einmal der Ukraine die Fähigkeiten in die Hand geben, die sie brauchen, um diese Zielsetzung erreichen zu können. Warum ist dieser Sicherheitspakt so wichtig? Erstens einmal ist er wichtig, weil wir ganz klar daran interessiert sind, einen starken
osteuropäischen Partner zu haben als Bollwerk gegen ein immer aggressiver agierendes Russland. Das ist die effizienteste Art und Weise, um sicherzustellen, dass Frieden und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent gewahrt bleiben. Zweitens ist es eine Voraussetzung dafür, einen Wiederaufbau zu beginnen, die Ukraine tatsächlich ernsthaft wieder aufzubauen und sicherzustellen, dass wir ein langfristig gesichertes Umfeld haben. Ansonsten wird es schwierig, private Investoren davon zu überzeugen, in den Wiederaufbau zu investieren. Die ukrainische Regierung schätzt ein, dass die Wiederaufbaukosten für das, was Putin zerstört hat, mehrere hundert Milliarden Euro kosten werden. Das sind enorme Summen und das kriegen wir nicht hin, ohne den Privatsektor einzubinden. Um ihn einzubinden, brauchen wir aber langfristige Sicherheitsgarantien. Und drittens, denke ich, brauchen wir eine langfristigere Strategie. Immer noch geht es nur Schritt für Schritt voran. Ich habe festgestellt, dass Kanzler Scholz sich frustriert gezeigt hat, weil sobald er die Entscheidung getroffen hat, ja, der Leopard-Panzer wird geliefert, bekam er die Forderung, auch Fighter-Jets zu liefern. Ich verstehe irgendwie seine Frustration. Und deshalb brauchen wir eine Langzeitstrategie. Auch wichtig ist das für die Parlamente, denn sie müssen auch die Investitionen planen. Weiterhin ist es so, dass Kanzler Scholz den Wunsch geäußert hat, dass die Amerikaner sich an Deutschlands Seite stellen, quasi eine Koalition für die Panzer mit eingehen. Denn Deutschland will diesen Weg nicht allein beschreiten. Und das verstehe ich auch in gewissem Maße. Ein Sicherheitspakt gäbe den kollektiven Rahmen für gemeinsame Aktionen, sodass kein europäisches Land das alleine machen muss. Schließlich und endlich wird im Juli diesen Jahres in Vilnius der nächste NATO-Gipfel stattfinden. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass die Frage der ukrainischen Mitgliedschaft in der NATO wieder auf der Agenda stehen wird. Wir wissen auch, es wird wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen geben in der NATO. Manche Alliierten werden dafür sein, manche werden skeptisch sein oder 100% dagegen. Es wäre vernichtend, wenn wir unsere Spaltung und eine Schwäche zeigen gegenüber Putin. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Einheit beibehalten. Und ich denke, ein Sicherheitspakt würde die Brücke schlagen können vom jetzigen Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Ukraine irgendwann in der Lage sein wird, der NATO beizutreten. Aus diesem Grund bin ich in Berlin. Ich habe mich gestern mit Bundestagsmitgliedern getroffen in Berlin gestern. Ich habe mich mit den Grünen, mit den Sozialdemokraten. Ich habe auch Wolfgang Schmidt getroffen. Und mir ist klar geworden, es gibt etliche Nuancen hier im deutschen Ansatz. Aber lassen Sie mich, Sie als Grüne, aufrufen, hier weiterzumachen, weiterzuarbeiten an diesem Sicherheitspakt. Zum Abschluss meiner Bemerkung möchte ich sagen, dass ich vor ein paar Tagen folgende Frage bekommen habe. Kann der Preis für die Verteidigung der Freiheit zu hoch sein? Kann der Preis für die Verteidigung der Freiheit zu hoch sein? Diese Frage hat mich überrascht. Denn man kann immer Frieden haben, wenn man gewillt ist, sich zu beugen. Wir sollten uns aber niemals nuklear erpressen lassen. Diejenigen, die das tun, sind dazu verurteilt, in der Sklaverei zu leben. Und zwar genau so zu leben, wie es ihr nuklearer Herrscher will. Wir müssen lernen, dass Befriedung
nicht zu Frieden führt, wenn man es mit Diktatoren zu tun hat. Es führt zu Krieg, zu Konflikt, denn der Appetit von Diktatoren ist endlos. Der Frieden ist etwas Wertvolles. Aber ich muss sagen, die Freiheit hat keinen Preis, der zu hoch sein könnte. Deswegen stellen wir uns gegen die Autokraten in dieser Welt. Und deswegen habe ich 2017 eine Stiftung gegründet, die Allianz der Demokratien, damit ein Rahmen da ist für Diskussion zwischen den führenden Persönlichkeiten der Wissenschaft, der Politik, der Wirtschaft. Wir wollen diskutieren, wie wir unsere Zusammenarbeit stärken können als Demokratien in der Welt. Die Demokratien in der Welt stellen über 70% der globalen Wirtschaft. Das ist eine wunderbare Kraft. Sie ist es aber nur dann, wenn wir vereint bleiben. Noch einmal möchte ich der Grünen Partei in Deutschland danken für ihre ständige Unterstützung der fundamentalen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der regelbasierten Weltordnung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rasmussen. Mein Name ist Giorgio Franceschini. Ich bin Referent für Außen- und Sicherheitspolitik hier in der Böll-Stiftung. Und ich bitte jetzt bereits, das Panel Platz zu nehmen. Und während das Panel Platz nimmt, würde ich Ihnen kurz den Moderator vorstellen, der sich schon ganz an den Rand hinsetzt. Dr. Frank Sauer ist Politikwissenschaftler und Militärexperte. Er lehrt und forscht an der Universität der Bundeswehr in München. Viele von Ihnen, von euch, kennen ihn möglicherweise als sehr erfolgreichen Podcaster. Er ist einer der Macher des sicherheitspolitischen Podcasts Sicherheitshalber. Ich persönlich höre Frank auch gerne im FAZ-Podcast, wo er sehr gute und treffende Analysen zum Konflikt in der Ukraine gibt. Und für uns in der Stiftung ist Frank auch kein neues Gesicht, weil als ich vor 5 Jahren anfing, war Frank der Leiter einer internationalen Expertengruppe mit dem weihevollen Namen Task Force on Disruptive Technologies and 21st Century Warfare. Und Frank hat sich da mit neuen autonomen Waffensystemen, die wir oft als Killer-Robots bezeichnen, beschäftigt und eine Studie geschrieben mit seinen Co-Autoren und Co-Autorinnen, von denen Sie noch ein paar Exemplare unten im Eingangsbereich finden. Sie ist nicht mehr ganz frisch, Frank, aber ich finde sie nach wie vor eine gute Studie und in erster Linie bin ich stolz, dass wir damals im Jahr 2017 eine der ersten auf dem Markt waren, dank dir und deiner Taskforce. Und damit übergebe ich dir das Wort und wir werden diese Debatte in 2 Sprachen führen, teilweise in Deutsch, teilweise in Englisch. Wenn jemand Übersetzungshilfen braucht, gäbe es sie noch hier am Empfang. Ich wünsche Ihnen eine gute Diskussion. Frank, du hast das Wort. Danke dir, Giorgio. Vielen, vielen Dank für die nette Einführung und für die tolle Werbung, die du gemacht hast. Es ist in der Tat so, ich werde Deutsch sprechen, die meisten auf dem Panel werden Deutsch sprechen und alle, die eine Übersetzung brauchen, haben ja die Kopfhörer da. Ich stelle Ihnen kurz vor, wer mit mir hier oben sitzt. Den Herrn Rasmussen haben wir gerade schon gehört. Vielen Dank, dass Sie sich zu uns setzen. Sie haben nicht mehr sehr viel Zeit, ungefähr noch 20 Minuten. Also nicht wundern, wenn Herr Rasmussen dann demnächst aufsteht. Der muss los, hat noch einen weiteren Termin. Dann neben Herrn Rasmussen sitzt Minna Orlander. Sie ist Research Fellow am Finnish Institute of International Affairs, hat 10 Jahre in Deutschland auch gelebt, war bis vor kurzem auch an der SWP hier in Berlin und alle, die auf Twitter sind, kennen sie natürlich als die Panzerexpertin schlechthin. Dann eine Frau, die man hier eigentlich nicht vorstellen muss, Agnieszka Brugge, ne, für die Grünen Mitglied im Deutschen Bundestag, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Hallo. Und neben mir Orisia Lucevic, Research Fellow beim Chatham House in London, dem Chatham House, die Regel erfunden haben und dort Leiterin des Ukraine-Forums. Die Chatham House-Regel als solche. Nochmal, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben, dass Sie den Kyiv Security Compact hier vorgestellt haben. Ich habe mir einige Notizen gemacht, aber ich will eigentlich als erstes mal
die Panelistin zu Wort kommen lassen. Gibt es Reaktionen direkt dazu vielleicht? Gleich mal auf den heißen Stuhl gesetzt. Also ich würde es mal so, wir sitzen ja bei den Grünen und ich musste, als Sie das so erklärt haben, musste ich natürlich sofort an Igel denken, ne? Weil wir bremsen auch für Tiere. So ein Igel, der wird auch mal gerettet, aber so ein Igel sticht ja auch. Das, was Sie vorgestellt haben, diese vier Säulen dieser Strategie, Ausrüstung, Bewaffnung, Training, nachrichtendienstliche Kooperation und eine Rüstungsindustrie, kann man sich, ich stelle mir das so vor, dass man im Prinzip die Ukraine auf lange Sicht so stachlig macht, so wehrhaft macht, dass man sie nicht mehr angreifen kann. Aber es fiel ja auch oft der Begriff Security Guarantees, Sicherheitsgarantien. Sind wir ganz weggekommen von der Vorstellung, dass europäische Länder, NATO-Länder, die USA, möglicherweise nochmal auch der Ukraine bestimmte Zusagen machen mit Blick auf militärische Beistandsverpflichtungen? Ist im Lichte von Budapester Memorandum und all dem, was danach kam, ist das so verbrannt? Sind solche Dinge nicht mehr denkbar? Wäre jedwede Sicherheitsgarantie, die ein Land wie Deutschland geben würde oder die EU geben würde, nicht glaubwürdig? Das ist ein ganz klarer Unterschied zwischen dem Budapester Memorandum und dem Security Compact. Das Budapester Memorandum, wie Sie alle wissen, wurde unterzeichnet von drei Garantiestaaten, Russland, USA und Großbritannien, und zwar 1994. Die Ukraine hat zum damaligen Zeitpunkt ihre Kernwaffen abgegeben an Russland. Im Austausch dafür bekam die Ukraine Sicherheitsgarantien. Die drei Garantiestaaten haben sich verpflichtet, die Ukraine nicht anzugreifen. Wir wissen alle, dass Russland diese Verpflichtung nicht eingehalten hat. Man kann also sagen, dass das Budapester Memorandum eine negative Sicherheitsgarantie gibt. Eine negative Sicherheitsgarantie in dem Maße, als dass die Staaten sich verpflichtet haben, etwas nicht zu tun, nämlich keinen Angriff zu führen. Der Sicherheitspakt, den ich jetzt vorschlage, ist eine andere Art von Garantie. Eine Sicherheitsgarantie, in dem Kapazitäten geliefert werden, damit die Ukraine sicherer sein kann und künftige russische Angriffe vermeiden kann, abwehren kann. Ich weiß sehr gut, dass die Partei der Grünen in Deutschland ein Erbe mit sich trägt. Ein pazifistisches Erbe. Aber ich denke, da gibt es auch keinen Widerspruch zwischen dem und der Schlussfolgerung, dass um den Frieden aufrechtzuerhalten, man bereit sein muss für den Krieg. Die grüne Politik ist in dieser Hinsicht sehr kohärent, sehr konsistent. Borisa Lutsevich leitet das Ukraine-Forum beim Chatham House in London. Und ich hatte den Eindruck, sie will reagieren. Ja, vielen herzlichen Dank, Frank. Vielen Dank, Herr Rasmussen, für die Entwicklung dieses Kiewer Kompakts. Das ist sicherlich sehr wichtig, etwas auf dem Tisch zu haben, da wir natürlich nach einer Lösung für dieses Sicherheitsdilemma der Ukraine suchen. Denn das wurde ja seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gelöst. Ich möchte nur einmal wiederholen, was Sie gesagt haben. Wir müssen die Tatsache anerkennen, dass Frieden erreicht werden kann durch militärische Mittel. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Aspekt. Und wenn wir jetzt zu dieser militärischen Lösung hingehen, dann geht es darum, also es geht nicht um die Entscheidungen der Ukraine, die dafür ursächlich sind, oder dass Europa hier eine Militarisierung möchte. Es geht einfach um die Natur, den Charakter des putinschen Regimes, dass diese Macht der Sicherheitsdienste verstärkt hat und immer weiter Freiheiten einschränkt und gegen die eigene Bevölkerung auch vorgeht,
die sich dagegen wenden. Also wir müssen diesen Charakter Russlands verstehen. Und ich finde wirklich gut, dass Sie auch das Budapester Memorandum angesprochen haben. Denn was die UkrainerInnen denken, ist, also worum es den Ukrainerinnen geht, ist natürlich der beste Schutz vor einem weiteren Angriff Russlands. Und unsere Antwort lautet hier natürlich eine NATO-Mitgliedschaft. Also ein Großteil der UkrainerInnen unterstützt eine NATO-Mitgliedschaft. Ich denke, der Security Compact, den Sie entwickelt haben, ist wichtig für eine Transition zu einem vollständigen Übergang. Die gemeinsame Sicherheit wird dann preiswerter. Und wenn wir jetzt an diesen Eagle denken, also in welcher Welt würden wir leben? Das müssen wir uns immer vorstellen. Eine weitere Gefahr ist natürlich auch die Popularität des atomaren Status in der Ukraine, der zunimmt. Aufgrund dieses Verrats und aufgrund dessen, was in der Ukraine passiert. Also 52% der Menschen in der Ukraine denken, dass es gut wäre, einen nuklearen Status zu haben. Aber wenn Sie über die Verhinderung einer zukünftigen Aggression denken, glauben nur 17 Prozent, dass das so funktionieren kann. Also erinnern wir uns daran, was auf dem Spiel steht und in welcher Welt wir leben würden, wenn es zu dieser Proliferation kommt. Und wir vielleicht auch wieder Fehler machen. Also ich denke, das ist ein sehr entscheidender Moment in der europäischen Geschichte. Es ist gefährlich, Politiker einfach so nach Reaktionen zu fragen. Man riskiert eine sehr, sehr lange Antwort. Aber ich würde gerne noch mal mich bei Herrn Rasmussen bedanken, dass Sie das am Ende jetzt so klar gesagt haben. Und man sieht es ja auch an den Umfragen, wenn man schaut, wessen Anhängerinnenschaft eigentlich am meisten für die Panzerlieferung war. Dass es nicht so ist, dass die Grünen jetzt in der Regierung irgendwie umfallen oder das machen aus Disziplin, sondern aus der Erkenntnis heraus, und die ist unfassbar bitter für unsere Partei und die verändert auch nichts an unseren Grundsätzen und an unserer Vision, ja, dass wir für eine Welt kämpfen, in der Konflikte, die es zwischen zwei Menschen und zwischen zwei Staaten immer geben wird, an einem Verhandlungstisch mit Vertrauen, mit Verträgen, mit Worten lösen und eben nicht mit Waffengewalt. Und dass man trotzdem, und das ist unfassbar bitter angesichts der großen globalen Krisen, die wir auf unserer Welt sehen, die Klimakrise zuallererst genannt, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo ein aggressiver Autokrat beschlossen hat, nicht nur die Lösung dieser Probleme beiseite zu schieben, sondern uns um Jahre zurückzuwerfen und unfassbar viele Ressourcen neben dem herzzerreißenden Leid, das wir jeden Tag sehen, wenn unschuldige Menschen in der Ukraine sterben, dafür zu investieren, dass wir unsere Sicherheit sichern müssen, weil er derjenige ist, der nicht an den Verhandlungstisch will. Und ich bin sehr viel im Land unterwegs, in den sitzungsfreien Wochen, in kleinen Gasthof-Hinterzimmern, um all diese Fragen mit den Menschen zu diskutieren. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar für Ihr Proposal, weil mir manchmal bei einigen Wortmeldungen, die mir dort so begegnen, eine Haltung entgegentritt, ja, und wenn dann endlich verhandelt wird, dann ist es vorbei. Und ich finde es wichtig, dass wir heute auch anfangen, darüber zu sprechen, soweit dieses Szenario, dass die Gewalt zu Ende ist und verhandelt wird, von der Realität entfernt ist, weil Wladimir Putin nicht verhandeln will. Dass wir an dem Punkt nicht in einer Welt leben, wo wir zurück zu früher gehen. Sondern wie soll man diesem Russland noch vertrauen? Deshalb kann auch so ein Budapester Memorandum nicht funktionieren. Wie oft sind wir im letzten Jahr, aber auch in den letzten Jahren belogen worden? Und deshalb müssen wir Mechanismen finden, die fester sind, die klarer sind. Und deshalb ist es auch nicht so, und ich finde, das ist eine Wahrheit, die man aussprechen muss, dass wenn dieser Krieg vorbei ist, wir aufhören würden, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Sondern die Fragen, die angesprochen sind, sind genau das, was dann ansteht. Und zwar egal, in welchem Szenario dieser Krieg zu Ende geht. Also dazu interessiert mich dann auch noch eigentlich mal ein paar Stimmen aus dem Publikum zu hören, weil ich glaube, das sind die Fragen, die ja auch eigentlich alle tagtäglich umtreiben. Aber da ich jetzt sozusagen diesen Fehler gemacht habe, muss ich den natürlich korrigieren und will jetzt noch mal ganz kurz eine Reaktion von Agnieszka Brugger einholen, aber indem ich die mit einer wahnsinnig kritischen Frage verbinde. Die Grünen sind ja auch nun an der Regierung beteiligt. Und jetzt reden wir hier darüber, dass wir die Ukraine sozusagen
beim Einigeln unterstützen müssen, langfristig planen müssen. Herr Rasmussen hat explizit gesagt, wir brauchen eine Langzeitstrategie. So, jetzt schaue ich mir die Politik an der Bundesregierung und ist es nicht so, dass wir rasend schlecht sind, genau darin? Also mein Eindruck ist, wir denken höchstens irgendwie sozusagen bis in die nächste Woche, bis die nächste spezifische Waffensystemdiskussion losbricht. Und wenn wir uns dann dazu durchgerungen haben, tatsächlich die Marder, die Leos zu liefern, dann habe ich den Eindruck, wird zum ersten Mal zum Hörer gegriffen und gesagt, können wir mal kurz zählen, wie viel haben wir davon eigentlich? Wieso planen wir nicht besser voraus? Warum denken wir nicht langfristig, wirklich strategisch? Wo sind die politischen Vertreterinnen und Vertreter in Deutschland, die genau das mal wirklich auf ganz großer Bühne sagen und sagen, Leute, die europäische Sicherheitsarchitektur der nächsten 30 Jahre wird ganz anders aussehen und das sind die 5 Punkte, die wir machen müssen. Also natürlich finden diese Diskussionen statt. Sie finden auch nicht immer nur in der Öffentlichkeit statt. Und manches daran kann man eben auch verstehen. Und es hat auch was damit zu tun, dass so viele Variablen unklar sind. Also es ist dann auch schwer. Und auch da bleibt natürlich das Proposal am Ende des Tages so ein bisschen vage, ja, was dann eben genaue Sicherheitsgarantien sind. Was, wenn, dann passiert. Und da gibt es eine Reihe von Problemen, in die ich jetzt einsteigen könnte. Aber ich will der Frage nicht ausweichen, weil es trotzdem im Kern stimmt, was Sie gesagt haben. Und ein bisschen ist es aber natürlich schon auch notwendig so, weil diese Entscheidungen eben nicht leichtfertig getroffen werden, weil man die Risiken abwägen muss und sowohl des Handelns als auch des Nichthandelns, weil man Einigkeit herstellen muss in einer Regierung, in einer Koalition. Das dauert manchmal länger, als ich mir das wünsche. Auch ich habe intern immer wieder Vorschläge gemacht, schon im letzten Sommer, warum wir nicht mit der Ausbildung zumindest schon mal beginnen können, warum wir nicht die Systeme, die bei der Industrie auf dem Hof stehen, auf Vordermann bringen. Es wollten natürlich einige nicht, weil sie nicht an dem Punkt waren oder die Sorge hatten vor Fahrtabhängigkeiten. Natürlich hatte ich darauf eher die Hoffnung von Fahrtabhängigkeiten verbunden. Aber ein bisschen müssen wir einfach sehen, dass auch das, was wir liefern, wir sehr klar begründen müssen. Warum? Wir liefern ja nicht einfach Panzer nur einfach so, sondern es gibt ein ganz konkretes Szenario. Und ich sage das auch leider dann auch sehr selbstkritisch mit Blick auf unsere Regierung, dass wir auch schon haben kommen sehen und deshalb hätten wir auch früher beginnen sollen, dass es nämlich eine drohende Frühjahrsoffensive gibt, gegen die sich die Ukraine wird verteidigen müssen. Und wir sehen, dass die Panzersysteme, die im Rahmen des Ringtausches geliefert worden sind, die auch die Ukraine von der russischen Seite bei Abzügen erbeutet hat, ein riesiges Problem haben, nicht nur was das schlechtere Schutzniveau angeht, sondern es fehlt eben an Munition und Ersatzteilen. Und es gibt ein ganz konkretes Szenario, wofür die Ukraine dringend diese Panzer braucht, nämlich um sich gegen diese Großoffensive zu verteidigen, weil in Russland, und das sehen wir ja schon seit Wochen, eben Panzer und auch Soldatinnen und Soldaten zusammengezogen werden. Und solche Sachen müssen auch in einer Demokratie sorgfältig, kontrovers diskutiert und entschieden werden. Und das ist dann natürlich auch immer wieder ein Stück weit im Moment. Aber es stimmt, wir brauchen einen gemeinsamen, langfristigen europäischen Plan, wo wir eigentlich hinwollen. Und es gibt natürlich viele Momente, wo man spürt, dass da nicht nur Einigkeit da ist in der Europäischen Union mit den Amerikanern, aber vor allem auch mit der Ukraine. Und diese Debatten müssen geführt werden, jenseits der schwierigen Fragen, die wir jeden Tag auch treffen müssen. Wie sieht das denn von außen betrachtet aus? Finnland weiß sehr genau, wo es hin will, nämlich in die NATO. Diese Diskussionen, die wir hier führen, verbunden mit den Äußerungen von Kanzler Scholz, etwa mit Blick auf die Tatsache, dass wir eine deutsche Führungsrolle anstreben und auch militärisch viel mehr Verantwortung übernehmen wollen in Europa. Wenn man da jetzt von Finnland draufschaut, wie stellt sich das von außen dar? Also momentan sieht eine deutsche Führungsrolle nicht sehr überzeugend aus. Aber natürlich wünscht man sich sehr, dass Deutschland ein verlässlicher Partner ist und noch verlässlicher wird. Und vor allem, dass Deutschland auch quasi entsprechend seiner Größe dann auch beiträgt zur kollektiven Sicherheit in Europa. Und ich würde vielleicht gerne noch mal so ein bisschen darauf zurückkommen, was Herr Rasmussen und Orina hier gesagt haben, dass aus der finnischen Perspektive, also wir haben sehr viel investiert in diese, sagen wir mal, Eagle-Strategie. Also Finnland hat immer eine sehr hohe
eigene Verteidigungskapazität aufrechterhalten, so dass wir tatsächlich in der Lage, also es war immer eine Priorität, dass wir in der Lage sind, eben unsere Ostgrenze zu sichern und unser Territorium, also unser Staatsgebiet zu verteidigen. Aber jetzt, wo es darum geht, wie man sozusagen die Kosten möglichst hoch treibt einer Aggression gegen Finnland und wie man die Abschreckung möglichst robust macht, da kommt man einfach nicht um die NATO herum. Und das ist einfach der, also was Finnland daraus geschlossen hat, aus diesem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Also irgendwie nett selbst mit Russland kooperieren zu wollen und das anzubieten, das bringt am Ende nichts, weil es gibt nicht diese, man ist da nicht auf, man blickt mit Russland, sie sind nicht auf Augenhöhe. Also selbst wenn für Länder wie Finnland irgendwie gute Beziehungen zu Russland existenziell wichtig sind, für Russland ist es vielleicht so nice to have im besten Fall und dann im Großen und Ganzen ist Finnland dann irgendwie egal und wenn es dann den russischen Großmachtinteressen oder was auch immer entspricht, dann bedeuten diese Beziehungen nichts. Und deshalb will Finnland jetzt die größtmögliche Abschreckung eben schaffen, so dass eine mögliche Aggression gegen uns möglichst unwahrscheinlich wird. Und das ist die NATO-Mitgliedschaft. Also zum Beispiel die EU, also du hast ja auch EU-Garantien erwähnt, also oder was könnte die EU vielleicht der Ukraine anbieten? Und die EU hat, der EU fehlen zwei Dinge, was so harte Sicherheit angeht, und das sind die USA und Großbritannien. Und das ist einfach zum Beispiel aus einer nordischen Perspektive ein Problem, weil diese beiden Länder die wichtigsten Sicherheitspartner sind. Und da spielt Deutschland einfach überhaupt nicht so eine wichtige Rolle, leider. Jetzt frage ich mich, ob wir vielleicht schon viel zu weit galoppiert sind. Also möglicherweise gibt es ja einfach Stimmen auch im Publikum, die sagen, was ist das da für ein seltsamer Konsens da oben? Die sind sich alle einig, da soll abgeschreckt werden, da soll aufgerüstet werden. Ist das denn nicht eigentlich überhaupt nicht das, was zum Beispiel grünen Wählerinnen und Wähler wollen? Gibt es Stimmen aus dem Publikum? Gibt es jemanden, der sich dazu äußern will, der vielleicht in dieser Diskussion mal reingrätschen will und sagen, Moment mal ganz kurz, gibt es nicht vielleicht irgendwie noch andere Möglichkeiten? Ich schaue mich noch mal ganz kurz um. Es werden ja auch immer mal offene Briefe geschrieben. Bitte. Ja, also mich hält es fast nicht auf dem Stuhl, auch auf die Gefahr, dass ich jetzt, man sagt so schön neumodisch, Bashing erfahre. Ich sage als immer schon Sympathisantin der Grünen, ich bin Generation Babyboomer, willkommen in der Realität. Und ich möchte zwei Sachen dazu sagen, ich bin gelernte Psychologin, das muss ich dazu sagen, ja, was völlig übersehen wurde, ist genau dieser Punkt, was ist das Motiv und wie tickt ein Mensch und wie laufen Mechanismen ab, wenn es um, ich sage einfach mal, Aggressionen geben. Und ich möchte mich jetzt kurz fassen, so kurz es geht, jetzt zu diesem Statement. Ich möchte zwei Beispiele sagen. Ich möchte sagen, 2014 war das, als die Krim besetzt wurde. Da saß ich in Berlin in einem Flixbus. Und hinter mir hörte ich deutschsprachig zwei Russinnen, die auf dem Weg ins Rheinland waren. Ja, das muss man ja verstehen. Das war ja alles mal die Sowjetunion. Und in meiner großen Klappe und als Psychologin mit viel Mut habe ich mich reflexartig umgedreht und habe gesagt, jawohl, das hat Hitler auch gesagt, heim ins Reich. So, jetzt viele, viele Jahre später ist das unter Militaristen völlig klar, dass das genau dieser Mechanismus war. Und das möchte ich zum Schluss noch auch auf Frau Schwarzer Bezug nehmen, was mich wahnsinnig aufregt. Es gab mal eine psychologische Theorie, die sagte, wenn eine Frau sexuell belästigt wird, dann möge sie doch lieber die Beine breit machen und das über sich ergehen lassen, weil dann würde ihr nichts Schlimmes passieren. Und jetzt komme ich zum Schluss mit der Philosophie. Das ist eine Parabel dazu. Ein Mensch, wir wissen, wie viele sich Haustiere anschaffen, und ein Mensch hat eine Schlange gehalten und alle haben gesagt, ja sag mal, also Entschuldigung, hast du keine Angst, das ist eine Schlange. Ja, das kann man nicht verallgemeinern, sagte dann dieser Mensch in der Parabel. Ich habe das Tier gezähmt und eines Tages war das Tier so anhänglich, dass es bei ihm im Bett schlafen durfte. Und eines Nachts wird er wach mit fürchterlichen Schmerzen. Und diese Schlange hat ihn gebissen. Und im Sterben liegend sagt er, aber was ist denn nun passiert? Wir sind uns doch so nahe, ich habe dir so vertraut. Und da sagt diese Schlange, aber wusstest du eigentlich nicht, dass ich eine Schlange bin? So, bitte.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt gar nicht das, was ich erwartet hätte. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bitte, hier vorne. So, vielen Dank. Mein Name ist Csokoi, ich bin die Botschafter der Republik Moldau hier in Berlin und ich habe eigentlich zwei Fragen. Erstens, ich möchte euch gerne erinnern auf die Lend-Lease, die war im Zweiten Weltkrieg passierte. Und was wäre, wenn damals die Alliierten 6 Monate verhandeln, schicken wir an Sowjets 20 Panzer oder 40 Panzer? Ich vermute, dass der Zweite Weltkrieg wäre bis heute dauern, unter solchen Umständen. Nur ein paar Zahlen. 3000 Panzer hatten die Alliierten damals bereitgestellt für die Sowjetische Union. Über 2000 modernste Flugzeuge, Kampfflugzeuge. Und Achtung, 300.000 PKWs. Jetzt, Leute haben schon vergessen, aber die berühmte sowjetische Katjuscha platzierte war auf einem PKW Studebaker. Auf die amerikanische. Und eigentlich, die Sowjets hatten gewonnen nur aufgrund von 99% von Alliierten gelieferte Waffen, Munitionen und so weiter. Und das ist auch der Grund, wenn wir weiter das denken, mit kleiner Dosierung an die Ukraine etwas zu liefern, dann dieser Krieg wahrscheinlich wird noch 10 Jahre dauern. Aber das kostet auch Blut, das kostet die Wirtschaft, die ukrainische Wirtschaft enorm und so weiter und so fort. Deswegen meine Frage ist, wie schätzen Sie, ob das noch lange dauern, diese kleine homöopathische Dosierung an die ukrainische Streitkräfte? Zweitens, wir hatten längst geredet über die Sanktionen. Und das ist kein Geheimnis, es hat überhaupt nichts geholfen, keine Wirkung. Aber keiner hatte, ich habe mindestens nie gehört, keiner hatte geredet über die irgendwelche politischen Kosten gegenüber Russland. Und die zweite Frage, wie schätzen Sie überhaupt, wie es möglich ist heutzutage in einem 21. Jahrhundert, wenn ein Aggressorstaat ist okay im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, und hat noch etwas zu sagen auf der Weltbühne. Vielen Dank. Nun, also ich fand die Metapher sehr gut mit der Schlange. Ein KGB-Agent ist natürlich immer ein KGB-Agent letztendlich. Und deshalb bringt er auch den Krieg nach Europa. Das ist einfach die Wahrheit. Und ich denke, auch eine andere Sache, die beunruhigend ist, wir hatten eine Tyrannei und Autokratie, die besiegt wurde. Und es gab Urteile in Nürnberg. Dann gab es danach eine Macht in halb Europa, die halb Europa einnahm. Es gab Stellvertreterkriege und Putin glorifiziert Stalin. Es gibt hier Monumente, Denkmäler. Also die Sowjetisierung, die stattfand, wird glorifiziert. Und man hat ja versucht, in Russland Gespräche zu führen, aber auch andere Stiftungen wurden ja auch aus Russland herausgeworfen. Und interessant, was Sie gesagt haben, Herr Botschafter, zur Reform der Vereinten Nationen. Natürlich ist das ein komplexes Thema, aber es gibt eine Sache, die die Ukraine nun versucht zu tun. Wir versuchen hier eine rechtliche Grundlage zu erarbeiten, warum Russland überhaupt dabei ist. Und die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates wurden ja nicht von der Vollversammlung genehmigt, sozusagen. Nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens gab es Abstimmungen in Bezug auf die Länder, die daraus hervorgegangen sind. Also wir müssen hier wirklich mutig vorgehen und wir müssen hier auch auch im Angesicht Russlands die Wahrheit sagen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Desinformation ungehindert verbreitet wird. Das
haben wir zu lange akzeptiert. Und wenn wir an unsere eigene Verteidigung denken, und damit meine ich jetzt in Westeuropa, dann müssen wir natürlich auch vor unserer eigenen Tür kehren. Denn Russland war nur in der Lage, das zu erreichen, was es erreicht hat, weil es in der Lage war, unsere Demokratien von innen heraus zu durchdringen. Durch die Sicherheitskräfte, durch Geld, durch Immobilien, durch Investitionen, Nord Stream 2 beispielsweise oder andere, also durch Investitionen in Energieressourcen. Und all das ist quasi unser Beitrag dazu, diesen Aggressor überhaupt erst möglich zu machen. Und die Ukraine denkt natürlich, also es geht um die Sicherheit, um das Militär, es geht um Märkte, um Energie, es geht darum, Teil der Europäischen Union zu werden, es geht um die heimische Resilienz, dass wir den russischen Einfluss in der Ukraine zurückdrängen und das natürlich auch gemeinsam in einer Gemeinschaft mit gleichgesinnten Ländern zu machen, wie Präsident Zelensky das auch gestern im Europäischen Parlament gesagt hat. Wir verteidigen hier wirklich den europäischen Lebensstil. Die Ukraine möchte in Richtung grüne Energie gehen. Wir respektieren Menschenrechte. Wie kann man nicht an der Seite der Ukraine stehen, da wir ja wirklich diesen Raum der Gewaltfreiheit in Europa ausbreiten wollen? Agnieszka Brugge, wie lange noch die homöopathischen Dosen? Ja, der will ich auch nicht ausweichen. Ich will vielleicht nur einmal kurz erzählen, mich hat auch schon mal ein Psychologe angesprochen. Deshalb war ich wirklich kurz, als Sie gesagt haben, erschrocken. Aber ich bin sehr froh, wie Sie das argumentiert haben. Weil am Ende des Tages war die Argumentation des anderen Psychologen, und ich würde lieber zu Ihnen gehen, wenn ich Unterstützung brauche. Ja, aber wenn jemand gekränkt ist, dann muss man doch die Kränkung, aber die Kränkung, und jetzt mal würde ich mal in dem Fall auch sagen, ist nicht begründet. Aber wenn die Kränkung da ist, dann ist es kein Blankoscheck und keine Rechtfertigung dafür, unschuldige Menschen auf der Welt zu töten und sein Nachbarland mit brutalster militärischer Gewalt zu überfallen. Wenn es nach mir ginge und dann würden im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch nicht nur Atommächte sitzen und dann wäre die Welt gerecht repräsentiert. Und ja, dann hätte Russland dort auch nichts zu suchen. Denn das ist, glaube ich, auch etwas, was man erkennen muss. Natürlich sind in allererster Linie die unschuldigen Menschen in der Ukraine unter Beschuss und angegriffen und leiden und sterben jeden Tag. Aber unter Attacke ist auch eben unsere gemeinsame Friedensordnung mit den Regeln, die wir uns gegeben haben, die ja die Sicherheitsmächte eigentlich überwachen und garantieren sollten, mit diesem Sitz, aber auch mit dem Budapester Memorandum und allen anderen Verträgen, die wir in Europa dazu in den vergangenen Jahrzehnten geschlossen haben. Nur, ich will an der Stelle auch sagen, als jemand, der das sehr eng mitverfolgt hat, was möglich ist und wie schwer es war, das zu organisieren. Also wir hatten das immer in unserem grünen Parteiprogramm, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, dann soll man die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheiden. Ich habe dafür auf Parteitagen immer gekämpft. Wenn Sie mich fragen, ob ich geglaubt habe, dass das jemals passieren wird, hätte ich gesagt nein. Und jetzt ist es schon zweimal mit einer sehr großen Mehrheit passiert. Aber es war harte Arbeit, die dahinter steckt. Und man braucht nicht nur auf die Reise von Kanzler Scholz nach Brasilien schauen, dass es viele Staaten gibt, die anders auf diesen Konflikt blicken. Und ich kann das einerseits nachvollziehen aus Enttäuschung dem Westen gegenüber, aus manchen auch, auch Unglaubwürdigkeiten, Machtstrukturen, die es seit Jahrzehnten gibt. Und auch Staaten verstehen die Fragen, was war mit unserem Krieg hier in der Region und wo wart ihr da? Auf der anderen Seite ist es doch auch deren Interesse, dass nicht ihr mächtiger Nachbar sie an der Stelle überfällt. Und ich bin schon auch manchmal entsetzt darüber, wie die russische Propaganda auch weltweit wirkt. Ja, wie es ein Herr Lavrov schafft zu sagen. Also in Finnland ist diese Mentalität, die sitzt einfach so tief, dass wir so lange einfach alleine für uns zuständig waren und keine Hilfe erwarten konnten. Man könnte sagen, das hat sich schon mit der EU-Mitgliedschaft geändert. Aber so richtig hat sich diese Mentalität bis heute nicht geändert. Also das ist so ein bisschen so der Geist des Winterkrieges. Also das war also Finnland war auch ein Teil im Molotow-Ribbentrop-Pakt, wo Finnland dann auch ein Teil der Sowjetunion werden sollte. Und wir wurden da auch dann auch angegriffen im Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion, konnten es dann aber abwehren.
Und das sitzt so tief, dass dann auch bei den Panzern so die Idee ist, okay, wir haben zwar so um die 200 Leopard-Panzer, aber im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, die stehen nicht einfach irgendwo rum und verrosten, sondern die sind wirklich im aktiven Betrieb. Und jeder von den 200 Panzern hat einfach eine ganz bestimmte Stellung oder eine Position in den Verteidigungsplänen des Landes. Und 200 Panzer für eine Grenze, die 1340 Kilometer lang ist, sind eigentlich gar nicht so viele. Also der Gedanke in Finnland ist, dass wir wollen der Ukraine so viel helfen, wie wir können, nur können wir nicht zu viele Abstriche machen in unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit. Ich denke ehrlich gesagt, dass dadurch, dass Finnland einfach de facto schon nicht mehr alleine ist, sollte sich dieses Gedankenmodell jetzt so langsam wirklich ändern. Und wir sollten einfach, also und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass Finnland auch Panzer liefert, nur Finnland wird darüber keine Informationen öffentlich machen. Dafür ist der Grund, dass man einfach auch Russland keine Informationen geben will, so wie viel Stück geben wir und wie viel haben wir dann noch übrig und so weiter. Also das hängt auch dahinter so mit. Aber das ist so der finnische Ansatz. Aber da haben Finnland und Schweden zum Beispiel da in Ramstein dann am Rande so ein bilaterales Abkommen unterschrieben über etwas, was für mich so klingt wie ein Ringtauschschema. Also dass Finnland dann weiter Gerät liefern kann und Schweden kommt dann für den Nachschub. Also ich denke, wir werden dann über den finnischen Beitrag zu der Leopard-Initiative werden wir erst dann richtig wissen, wenn wir merken, dass einige finnische Leoparden mysteriös schwedische Stridsvogel geworden sind, irgendwann eines Tages. Das ist keine besonders gute Kommunikationsstrategie, weil das ist quasi so strategische Non-Kommunikation. Ich bin kein Fan davon, aber das sitzt leider sehr tief in Finnland. Bei anderen Ländern ist das Problem natürlich, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, warum diese Erwartungen an zum Beispiel die Niederlande so hoch geworden sind, weil die haben ja gar keine eigenen Leopard-Panzer eigentlich. Also die haben 18 Stück geleast von Deutschland und die sind, glaube ich, auch unter Bundeswehr-Kommando und so. Also da integriertes Kommando, ja. Genau, ja. Also das ist sowieso ein bisschen schwierig. Dänemark hat selbst irgendwie unter 50 Stück von Leopard 2. Gut, Türkei und Griechenland hätten sehr viele insgesamt, aber weil die irgendwie gegenseitig sich nicht so verstehen, also könnten die jetzt die Streitigkeiten beiseite legen, könnten die sicherlich irgendwie an die 100 Stück in die Ukraine liefern, aber sieht leider unwahrscheinlich aus. Also da gibt es natürlich diese Art von Restriktionen und Limitationen bei anderen. Ich denke, es hätte schon viel früher anfangen sollen, also diese Verhandlungen. Dass wir jetzt erst richtig anfangen, diese Koalition zu bilden, ist einfach jämmerlich und sehr ärgerlich, weil wir Zeit verloren haben. Und hier ist natürlich gerade bei den Leopard-Panzern das Problem gewesen, dass das schon gewissermaßen so eine bestimmte deutsche Führungsrolle erfordert, weil das einfach deutsche Panzer sind. Und es ist nicht nur die Exportgenehmigung, die anderen Länder brauchen, aber auch insgesamt, weil Deutschland einfach zusammen in der Industrie plus Bundeswehr dann halt die höchsten Bestände hat. Und das wäre einfach so das perfekte Waffensystem gewesen, für Deutschland eine Führungsrolle zu übernehmen und dann aktiv schon, sagen wir mal, Oktober, November anzufangen, diese Koalition zu bilden. Und jetzt sind wir hier und ich hoffe, es kommt dann jetzt voran und es klingt ja auch so, dass viele Länder tatsächlich dann jetzt sich anschauen, wie die sich beteiligen können und woher die dann halt das Zeug kriegen. Schweden hat noch nichts gesagt, aber die schauen auch, ob das vielleicht dann irgendwie gemacht werden, also ob die liefern zwar jetzt diese CV-90er, leichtere Panzer und davon 50 Stück, was auch nicht wenig ist. Aber natürlich ist das insgesamt ein Armutszeugnis, dass die Europäer einfach kaum was hinkriegen. Wir haben auch irgendwie nichts und es fehlt an allem. Und ohne die USA ist es irgendwie einfach dahin. Und sieht nicht besonders gut aus für irgendeine Art von europäischer strategischer Souveränität in noch so weit entfernter Zukunft. Ja, Tag. Ja. Finde ich auch, verdient Applaus. Haben wir mal die Leviten gelesen bekommen.
im Tagesspiegel, glaube ich, im Interview sagte Kanzler Scholz ja auch, weil für mich war auch dieses Delta extrem zwischen einerseits diesem Führungsanspruch, den er ja sehr klar formuliert hat, und auch dieses immer wieder im Munde führen einer europäischen Souveränität, großes Projekt natürlich auch deutsch-französische Partnerschaft betreffend. Aber in diesem Tagesspiegel-Interview wurde dann aufgelöst, was sein Denken ist mit Blick auf diese Tatsache. Denn man kann sich ja in der Tat fragen, also wenn wir als Europa souveräner sein wollen, warum geht dann reflexhaft der Blick sofort nach Washington, wenn es darum geht, ein paar Panzer zu liefern? Das ist ja im Prinzip, da hätte ich mich jetzt, wenn wir in den 80er wären, hätte ich mich nicht gewundert. Aber dass das 2023 so passiert, fand ich schon einigermaßen erstaunlich. Und naja, er hat es dann so aufgelöst. Ich sage das jetzt wirklich nur, weil es für mich jetzt auch etwas verständlicher ist. Ich bin kritisch gegenüber vielem, aber ich mag auch dieses Bashing nicht. Und er sagte, und das ist nachvollziehbar, wir sind einfach noch nicht da. Diese europäische Souveränität ist ein Zukunftsprojekt und ich glaube, er sprach von 10 Jahren und mal unter uns, das finde ich noch sehr optimistisch. Also wenn wir in 10 Jahren sicherheitspolitisch auf eigenen Beinen stehen in Europa, da fresse ich einen Besen. Jetzt habe ich aus dem Augenwinkel aber auch hier Meldungen gesehen und ich frage mich immer noch, ob es nicht vielleicht auch jemanden gibt, der mal sagt, ja, aber was ist denn mit der Eskalation? Jetzt, wir reden jetzt sozusagen, es ist doch irre, auch wie die Diskussion sich weiterentwickelt. Bis vor kurzem waren Panzer die rote Linie und jetzt können sie gar nicht schnell genug geliefert werden. Hier. Also gibt es jemanden, der sagt, das eskaliert und so, vielleicht hat jemand Sorge oder sowas. Darüber müssen wir ja auch reden, um diese ganzen Dinge aufzufangen. Sonst wird das nichts mit der Zeitenwende. Bitte. Mikrofon kommt, eine Sekunde. Nein, ich glaube, das größte Problem ist in der Tat die Strategie, die angesprochen wurde. Wo ist unsere Strategie, das strategische Denken? Und das Weitere ist die Frage der Spoilerfunktion. Ich meine, der moldawische Botschafter hat darauf hingewiesen, in welcher Schwierigkeit Moldawien sich befindet. Und ich meine, das ist genau auch die Frage, vorhin wurde gesagt, wer sozusagen oder wie können wir erreichen, dass ein Land wie Russland sozusagen dafür kritisiert wird in bestimmten Gremien, wie zum Beispiel VN. Und die Darstellung, dass die General Assembly zweimal sozusagen eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, dies ist in diesem Fall eine große Gefahr, der wir auf alle Fälle wirksamer begegnen müssen. Denn wenn Sie sich das Stimmenergebnis anschauen, dann stellen sich ganz erhebliche Fragezeichen. Zwar von der Länderzahl, aber in diesem Fall die Länder, die in diesem Fall sich dem Votum nicht angeschlossen haben, sind politisch als Akteure bei Weitem wichtiger. Und die Schwierigkeit, und das zeigt auch, welcher Illusion wir unterlegen waren, dass solche Gremien wie die OSZE, gerade was Moldawien anbelangt, ich meine, das muss man sich mal überlegen, dass eine Spoilerfunktion damals geschaffen von dem General Lebed, dass die sich so lange halten konnte. Und wir sozusagen zugeschaut haben, wie laufend von der OSZE irgendwelche Missionen dort Verhandlungen durchgeführt haben, ohne dass in diesem Fall es zu einer Stabilisierung gekommen ist der Republik Moldawien. Und Lavrov neulich sagte, es ist ja völlig unglaublich, was es dort für eine Regierung gibt, die muss in Frage gestellt werden und muss in diesem Fall im Grunde genommen ersetzt werden. Also er hat in diesem Fall ganz klar Lavrov darauf hingewiesen, dass das Regime, so wie es ist, in Moldawien nicht hinnehmbar ist. Und das ist ja im Grunde genommen auch die Angst, auf die wir reagieren, dieser berühmte Bogen, also mit Odessa dann dergleichen. Also insofern, wo ist sozusagen unsere Strategie, wie wir sozusagen, Sie haben gesagt, das ist schwierig. Und das Weitere ist, dass wir innerhalb der EU eben nicht einig sind. Wir haben in diesem Fall innerhalb der EU wahnsinnig viele Spoiler-Aktivitäten. Und das ist das weitere Problem, dass die EU eben leider in dem Bereich Sicherheit nicht Strukturen entwickeln konnte. Und das gibt es schon seit den 90er Jahren, wo versucht wurde, auch im Auswärtigen Amt mit Frankreich zusammen gewisse Initiativen, aber die eben nicht belastbar gewesen sind, weil es einfach viel zu viele Partikularinteressen gibt. Vorhin wurde gesagt, wie können wir es schaffen, dass zum Beispiel Nachschub geliefert wird, weil es dann wiederum partikulare Interessen gibt, in Frankreich zum Beispiel, dass sie beteiligt werden wollen an der Produktion und in diesem Fall Angst haben, dass die Deutschen auch dort wiederum dann, sage ich jetzt mal bösartig, zu erfolgreich sein könnten, bei Rheinmetall zum Beispiel. Oder aber, wenn es in diesem Fall darum geht, was Sie sagten, nationale Souveränität sozusagen aufzugeben zugunsten einer Souveränität, die auf europäischer Ebene stattfindet. Da stimme ich mit ihm völlig überein. 10 Jahre ist ausgesprochen optimistisch, können wir vergessen. Ja, qualifizierte Mehrheitsentscheidung, ne? Das wird, glaube ich, so die Conditio sine qua non schon mal, dass es mit der EU in irgendeiner Weise mal vorangehen könnte. Ich habe noch viel mehr Fragen gesehen jetzt. Plötzlich sind alle aufgewacht. Sehr schön. Übrigens an alle Menschen draußen am Livestream, man kann auch auf Twitter Fragen stellen mit dem Hashtag AUPO2023. Giorgio lobt mich, das habe ich gut gemacht gerade.
Bitte mal da hinten die junge Dame, bitte. Sie. Danke. Ich habe eine Frage, die ein bisschen anders anschließt, was Frau Brugger gerade, glaube ich, gesagt hat. Und zwar ist es ja so, dass alle Autokraten, die Menschen in ihrem Land und im Ausland massenweise umgebracht haben, das auf eine gewisse Art konnten, weil die eine Unterstützung aus der eigenen Bevölkerung hatten. Natürlich ist es so, dass viele Russinnen und Russen gegen diesen Krieg sind und natürlich waren auch viele Deutsche gegen den Zweiten Weltkrieg, aber es gibt ja diese Unterstützung, die ja viel auch durch Desinformation geschaffen wird. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, auch wenn wir uns überlegen, wie können wir nicht nur mit Putin, sondern auch mit den russischen Bürgerinnen und Bürgern in Zukunft weiter eine Art von Beziehung halten, was kann der Westen oder der Rest der Welt tun, um eben den russischen Bürgerinnen und Bürgern in dieser Situation der Desinformation zu helfen? Und was tun wir jetzt schon? Was ist da die Strategie zum Beispiel der Bundesregierung oder der EU? Exzellente Frage, die gebe ich mal weiter. Vielleicht generell mal verbunden mit der Frage, warum wir eigentlich so schlecht sind, ich spitze das jetzt absichtlich zu, selbst Propaganda zu machen. Also warum weiß eigentlich auf dem Westbalkan niemand von all den EU-Milliarden, die zum Beispiel in Serbien oder so ausgegeben werden, wohingegen, wenn Russland oder China da mal irgendwie eine Brücke baut, sozusagen eine Woche lang Volksfeststimmung herrscht. Also ich muss schon sagen, ich bin mal so irritiert, wenn hier Probleme angesprochen werden, wie geklatscht wird. Für mich sind die immer eher Anlass zur Sorge und dringende Hausaufgaben, die wir erledigen müssen. Und es sind jetzt unfassbar viele Themen auch angesprochen worden in den Beiträgen. Mich treibt das Thema der Desinformation, der Propaganda und auch unsere ein Stück weit nicht so kluge Art, auch sehr vornehme Art mit den vielen Geldern, die wir in der Welt für auch total richtige Anliegen investieren, immer so bescheiden umzugehen. Ich weiß auch, dass unsere Außenministerin das ein Herzensanliegen ist, das in Zukunft sichtbarer zu machen. Es sollte aber trotzdem erstens niemals Propaganda sein. Wir brauchen viel eher strategische Kommunikation, die analysiert, wo könnte der nächste Angriff, wo könnte das nächste Lügenmärchen kommen und wie können wir das entkräften. Ich finde, die Amerikaner haben das zum Beispiel großartig gemacht. Auch ein Moment, der mir riesige Sorgen gemacht hat, als diese ersten Narrative aufgekommen sind zu den Biowaffenlaboren in der Ukraine. Oder auch, wenn wir zurückdenken, genau ein Jahr, wie sozusagen dann über einen potenziellen Kriegsbeginn gesprochen wurde, auch wenn es den Krieg natürlich an der Stelle nicht verhindert hat. Also das sind eher sozusagen die Gedanken, die wir uns machen sollten, wo wir dringend, dringend besser werden müssen. Und das hat dann nichts mit Propaganda und Lügen zu tun, sondern eben gerade mit unserem Anspruch in einer Demokratie auf der Basis von Fakten über den richtigen politischen Weg auch streiten zu können. Streit und Diskussion erzeugt natürlich immer ein Stück weit auch Uneinigkeit. Das müssen wir, glaube ich, aushalten. Aber dieses auch ständige Schlechtgerede, wir haben es ja auch in der Pandemie gesehen, wie alle immer gesagt haben, ja, die Autokratien werden besser durch die Pandemie kommen. Ich glaube, wir sehen jetzt, ne, angesichts der Situation in China, dass unser Modell, wir da immer sehr negativ drauf blicken, aber es vielleicht doch gar nicht so schlecht ist und es doch gar nicht so schlecht gemacht hat. Und das Gleiche würde ich übrigens auch für den Bereich der europäischen Einigkeit sagen. Jetzt haben Sie hier eine Expertin sitzen mit Sophia Besch, die Ihnen noch viel besser als ich, und ich kann es Ihnen auch sehr lange erklären, was das mit der Sicherheitspolitik und der EU alles auf sich hat, wer da schuld ist und warum. Aber das sprengt jetzt hier an der Stelle den Rahmen. Aber ehrlich gesagt ist das doch fast einer der wichtigsten Punkte in unserer Strategie gegen Putin, die europäische Einigkeit herzustellen. Und ja, es gibt Spoiler und wir sind da nicht immer perfekt. Und auch wie wir miteinander über die Frage, wer liefert was, reden, ist auch nicht immer nur ein Paradebeispiel irgendwie kluger strategischer Kommunikation. Aber am Ende des Tages, so einig habe ich die Europäische Union und so handlungsfähig schon lange nicht mehr gesehen, ja, unabhängig davon, ob es einen Mehrheitsentscheid gibt oder nicht. Und was können wir tun mit den Menschen und gegen die Desinformation? Natürlich machen wir das auch. Wir versuchen, Informationskanäle zu erschließen, englischsprachige, unabhängige Informationen zu geben. Es gibt keine freie Presse in Russland. Die Menschen, die für einen anderen Kurs in den letzten Jahren auch im Inland gekämpft haben, sind im Großteil, und niemand weiß das besser als die Heinrich-Böll-Stiftung, zum großen Teil tot. Im Gefängnis oder im Exil. Ja, und diese Umfragewerte, die wir aus Russland kennen, die habe ich auf eine traurige Art und Weise bestätigt bekommen, dass ich es selbst fast nicht glauben konnte. Ich habe ukrainische Frauen
in mein Wahlkreisbüro in Ravensburg eingeladen und sie gefragt, wie es ihnen geht. Und jeder hatte eine Geschichte, die sie mir erzählt hat, von einem Bruder, einem Onkel, einem Cousin, einer Tante in Russland, der sie erzählt, wie sie geflohen ist, wie sie in den U-Bahn-Tunnel gesessen hat, wie die gezittert haben von den Raketeneinschlägen. Und der Familienangehörige sagt, diesen Krieg gibt es nicht. So krass ist diese Lenkung der Medien und diese Desinformation. Und natürlich müssen wir alle Wege suchen, das aufzuheben und zu umgehen und gerade kritische Stimmen zu stärken. Aber unter den gegebenen Anlässen ist das mehr als schwierig. Und wir müssen leider feststellen, dass doch ein Großteil der Bevölkerung diesen Kriegskurs stillschweigend mit sich trägt und erst sozusagen die größten Proteste oder Widersprüche deutlich geworden sind, als die Teilmobilmachung anstand und sehr viele Menschen dann schnell das Land verlassen haben, aber nicht aus Solidarität mit der Ukraine, sondern eher aus Sorge um die eigene Sicherheit, weil sie an der Front verheizt werden. Ich möchte nur einige Worte noch hinzufügen zu Russland und der Art und Weise, wie Russland vorgeht. Ich denke, wir haben hier auch einen sehr wichtigen Punkt übersehen. Die russische Propaganda hat die UkrainerInnen dehumanisiert, entmenschlicht. Und wir denken, naja, Putin predigt jetzt einfach seinen eigenen Leuten, aber er hat einfach seine eigene Bevölkerung auf diesen Krieg vorbereitet, auf die Kriegsverbrechen auch in der Ukraine. Und es gibt auch natürlich in der Ukraine jetzt den Versuch, die Verursacher zur Rechenschaft zu ziehen. Also natürlich bleiben auch viele Russen in ihrer Blase. Diejenigen, die fliehen, wollen natürlich häufig vor der Mobilisierung fliehen, nach Serbien und an andere Orte. Der Westen war ziemlich großzügig, würde ich sagen, was die Aufnahme von russischen Intellektuellen geht. Auch hier in Berlin. Und ich denke, wir müssen aber auch noch über eine gemeinsame Verantwortung der russischen Bevölkerung für diesen Krieg denken. Und das ist etwas, was Deutschland ja schon mal gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Russen müssen das eben auch. Andernfalls haben sie einfach keine Zukunft. Es geht nicht darum, dass wir Russland bestrafen wollen. Es geht hier wirklich nicht um Bestrafung. Es geht darum, dass man verstehen muss, dass man selbst als Bürger eines Landes auch für die eigene Regierung verantwortlich ist. Und wo sieht man jetzt russische Antikriegsproteste im Westen? Gibt es da viele in Berlin? Die russische Gemeinde in Berlin, gibt es da Demonstrationen? Auch in London habe ich das nicht erlebt. Also sie leben ja hier in relativer Sicherheit, würde ich sagen. Und bis die Russinnen und Russen diesen Mut aufbringen und zeigen, dann wird es einfach keine Möglichkeit für ein anderes Russland geben. Und aus dieser Sicht würde ich sagen, was gemacht werden kann, um quasi die Idee eines anderen Russland überhaupt unter die Menschen zu bringen, ist, dass die Russinnen und Russen, die im Exil leben, dass die eine Vision entwickeln für ein anderes Russland. Wir sprechen ja über die Sicherheit für die Ukraine oder Moldawien oder auch Belarus. Aber da müssen wir auch verstehen, dass solange es keine Veränderung in Russland gibt, keine Revolution in den Köpfen der Elite gibt, dass diese Doktrin, die Russland hier verbreitet, dass da anerkannt wird, dass das eben auch schlecht ist für Russland selber, wird es keine Sicherheit geben. Also man kann natürlich abschrecken, man kann versuchen, das Ganze irgendwie zu begrenzen, aber in Europa müssen wir uns wirklich Gedanken machen über die Transformation Russlands hin zu einem normalen Staat. Und das ist natürlich auch die Aufgabe der Russen selbst und wir können ihnen helfen, dass sie einen Raum bekommen, wo sie in relativer Sicherheit im Westen das Ganze diskutieren können. Ich würde noch hinzufügen zur russischen Desinformation. Das Problem ist, und was es so schwer macht, jetzt irgendwie darüber nachzudenken, wie können wir irgendwie mit Russinnen und Russen zusammenarbeiten, also mit den Leuten dort. Also zum Beispiel aus der finnischen Perspektive ist das ja natürlich die 1 Million Euro Frage. Also wie können wir dann irgendwann wieder einfach, also
wir haben diese lange Grenze und sind unsere Nachbarn und irgendwie muss man sich praktisch arrangieren. Und es ist je besser, desto weniger Spannungen gibt und so. Aber das Problem ist, also um irgendwie so die Leute zu erreichen, würde das voraussetzen, dass man eine, dass man dieselbe Realität teilt. Und das ist de facto nicht so. Und das Problematische und das Schwierige an der russischen Desinformation und was man auch deutlich im Westen sieht, in Deutschland, in allen westlichen Ländern, in Amerika mit Fake News und allem. Und das Problem ist nicht, dass die russische Propaganda oder die Desinformation so überzeugend wäre, dass Leute denken so, oh, das macht Sinn. Im Gegenteil. Es ist sehr schlecht zum Teil. Genau. Sehr schlecht gemacht. Es ist oft einfach richtig verrückt und man denkt so, was soll das? Aber was es schafft, ist, es sät so einen Kern von Zweifel. Und es schafft diese Realität, wo nichts wahr ist und potenziell alles möglich. Und dann, dass das passiviert Menschen, weil die dann anfangen zu denken, okay, die können, es gibt keine, also es ist offensichtlich, dass russische Staatsmedien nicht zuverlässige Quellen sind, aber die sehen diesen Zweifel in die Menschen so, dass man dann keinen Quellen mehr traut und man denkt so, es gibt überhaupt keine verlässliche Information, alle haben irgendeine Agenda und dann ist es so, das führt dann dazu, dass man zum Beispiel nicht mehr, also in Gesellschaften ist es ja unglaublich wichtig für den Zusammenhalt, dass medial eine gemeinsame Realität kreiert und geschaffen wird. Und wenn das bröckelt, es macht einfach politische Prozesse, Entscheidungsprozesse in Gesellschaften schwierig, wenn Leute dann einfach überhaupt nicht von denselben Prämissen ausgehen. Und das ist das Gefährliche. Und wir sehen das im Westen genauso wie in Russland. Also das ist etwas, wo wir wirklich ansetzen müssen, auch in den westlichen Ländern. Ja, Trump, ich wollte gerade sagen, der Präsidentschaftsberater von Trump, Steve Bannon, hat das ja, wie ich fand, sehr kernig auf den Punkt gebracht, diese Strategie, indem er sagte, das ist flooding the zone with shit. Also man stellt so viel Unsinn sozusagen irgendwie in die Welt, dass tatsächlich niemand mehr weiß, was man überhaupt noch glauben kann. Und vielleicht, und es ist ein riesiges Problem, das würde ich auch sagen. Und wenn man da auch guckt, wie das Stichwort EU, ich meine, es gibt auf EU-Ebene so für strategische Kommunikation im Prinzip eine Einheit, aber die sind auch nur mandatiert, zum Beispiel nur für Russland. Und es ist ja auch nicht so, als ob, ist es nicht so? Ist so. Ja, ich denke nur laut, ja, es ist ja nicht so, dass nur Russland der einzige Akteur wäre, der in dieser Hinsicht problematisch sein könnte. Und vielleicht noch ein Gedanke, der Putinismus wird vermutlich bleiben, selbst wenn Putin irgendwann mal weg sein sollte. Und die Schwierigkeit, die ich eben sehe, ist, dass dieser historische Vergleich mit Deutschland generell aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr schwierig. Aber doch eine Sache, glaube ich, kann man sehr klar sagen. An der Stelle hinkt, wo die Bedingungen, die es möglich gemacht haben, dass Deutschland sich nach dem Zweiten Weltkrieg so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, in Russland im Grunde nie hergestellt werden können. Weil was waren diese Bedingungen? Deutschland war entscheidend und endgültig militärisch besiegt, zerstört und besetzt. Und dieser Punkt wird zwangsläufig in Russland niemals eintreten können. Das heißt, die Frage, die ich mir stelle, wo sollen die Bedingungen für die Möglichkeiten herkommen, die diese Reform und diese Transformation möglich machen und die das eben im Grunde, ja, wir würden argumentieren, im Sinne der Russinnen und Russen eben erlauben, ein anderes Russland in der Zukunft vielleicht mal zu haben. Also sehr schwierig. Aber ich rede viel zu viel. Ich soll ja eigentlich. Ja, bitte. Just two ideas, I think. One. Nur zwei Ideen dazu. Eine Idee ist, dass wir, also Russland muss in der Ukraine verlieren. Russland muss im Nachbarland der Ukraine wirklich eine Niederlage erleiden. Und Putin hat quasi diesen besonderen Einsatz erlaubt und angeordnet. Und wenn sie nun wirklich verlieren, wird das natürlich einen Druck erzeugen auf Putin. In der russischen Geschichte haben wir gesehen, als Russland Kriege verloren hat, den Krimkrieg, den Krieg gegen Japan und auch Afghanistan, danach hat man
eine Phase der Öffnung, der Veränderung, des Wandels. Und in dem Moment müssen die Russinnen und Russen bereit sein. Wir müssen bereit sein. Nicht, dass wir die Fehler der 90er Jahre noch einmal wiederholen und alles für bare Münze nehmen, was sie uns sagen, sondern wir müssen über die Voraussetzungen nachdenken. Wir sind quasi der Silberstreif am Horizont. Also es wird eine Zeit geben, wo die russische Führung wirklich zurückkommen möchte in die G7, in den globalen Handel, globale Technologie. Und dann müssen sie quasi internationale Vereinbarungen einhalten. Sie haben mehr als 30 internationale Vereinbarungen in diesem vergangenen Jahrzehnt verletzt und dagegen verstoßen. Wenn sie also wieder auf die Weltbühne zurückkommen möchten, müssen sie sie einhalten. Und wir müssen auch einen Rahmen gestalten. Also wir müssen hier ganz klar sein, dass es auch in Ordnung ist, dass es bestimmte Bedingungen für Russland gibt. Es gibt ja auch Bedingungen für die Ukraine. Wenn die Ukraine ein Mitglied der Europäischen Union werden möchte, wenn Russland ein Mitglied der weltweiten Gemeinschaft sein möchte, dann ist es auch in Ordnung, dass man Bedingungen stellt. Man muss wirklich diese Angst überwinden, den Russland wirklich die Wahrheit zu sagen oder den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Also, ich denke, die Menschen verstehen hier natürlich auch den Unterschied zwischen Propaganda und der Realität. Gegenwärtig ist es so, dass sie sich einfach zurückziehen, wie zu Sowjetzeiten. Sie bleiben in ihrer eigenen Wohnung sozusagen oder also ziehen sich in sich selbst zurück. Und ich denke, an diesem Punkt könnten wir ansetzen, um einen Wandel zu erreichen, ohne dass man jetzt die Russische Föderation besetzen muss. On the first row. 2, 3 Fragen. Ja. Thank you for the intervention. Vielen Dank für den Beitrag. Ich komme aus Indien. Ich habe sozusagen einen Blick von draußen. Meine Frage bezieht sich auf den Konsens und das Schnellagieren. Also, ich würde das gerne in 2, 3 Sätze zusammenfassen. Wenn man die Geschichte der vergangenen 50 Jahre zusammenfasst und beispielsweise sich Vietnam oder Afghanistan oder den Irak anschaut und die militärischen Einsätze dort, da gab es schnelle Einsätze. Vielleicht auch, weil man mit kleineren Mächten es zu tun hatte oder vielleicht auch mit nicht-atomaren Mächten oder weil man relativ schnell einen Konsens erreichen konnte. Wenn es jetzt um Russland geht und auch Maßnahmen hier, lautet meine Frage jetzt, wie spielt der Konsens da hinein, denn es setzt ja auch einen Präzedenzfall für Länder außerhalb Europas in Bezug auf Taiwan, Südkorea, Japan, Indien. Also wenn man jetzt das Handeln analysiert, und ich stimme da dem Botschafter der Republik Moldau zu, wenn man jetzt 3000 Panzer beispielsweise bereitstellt, 2000 Flugzeuge, ist das natürlich etwas anderes. Also die atomare Frage stand damals auch gar nicht auf der Agenda, aber sie steht jetzt auf der Agenda. Das heißt, wir brauchen ja einen anderen Denkprozess. Die Brasilianer beispielsweise sehen sich das auch an. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir sammeln nochmal Wortmeldungen. Hier vorne in der ersten Reihe bitte weiter und dann springen wir hin. Michaele Schreier, früheres Mitglied der Europäischen Kommission. Und als solche möchte ich die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik doch etwas verteidigen hier. Wir haben in dem europäischen Vertrag auch eine Beistandsklausel. Nicht nur die NATO, auch die EU hat eine Beistandsklausel. Artikel 42 Absatz 5. So. Und natürlich wissen wir, dass es einen Unterschied gibt zwischen den europäischen Capabilities und der NATO. Aber ist diese europäische Beistandsklausel gar nichts wert? Fragezeichen. Also ich glaube, zumindest Herr Zelensky sieht das anders. Das ist mit einer der Gründe, weshalb er so im EU-Mitgliedschaftsprozess Druck macht. Und diese Frage der EU-Mitgliedschaft der künftigen, die ist spätestens seit gestern irreversibel. Das Versprechen steht. Das wird nicht mehr in irgendwelchen Verhandlungen, die es vielleicht mal mit Russland geben könnte, zurückgenommen werden. Das steht. Und damit steht auch diese Sicherheitsgarantie der EU für die Ukraine in Zukunft.
Und in dem europäischen Vertrag steht außerdem noch, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihre Capabilities zu stärken. Und dass sie im Zweifelsfalle dann, wenn diese Beistandsklausel zur Realität wird, eintreten müsste, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, nicht nur mit leichten Panzern oder sonst was, sondern mit allem, was sie militärisch zur Verfügung haben, einen Mitgliedstaat zu verteidigen. Also das ist eine sehr starke Geschichte, auch wenn wir, als sie in den Vertrag kamen, natürlich nicht damit gerechnet haben, dass es vielleicht mal irgendwie in Action treten müsse. Aber trotzdem, es ist diese Verpflichtung für alle Mitgliedstaaten. Und deshalb ist es auch meine Frage jetzt an das Podium, wie stark das in der nationalen Politik der EU-Mitgliedstaaten das eine Rolle spielt. Und diese Alternative, ach, entweder NATO oder EU, als das einen Gegensatz anzusehen, das ist natürlich falsch, weil auch die NATO natürlich gestärkt wird, wenn die EU mehr Verteidigungsfähigkeit hat. Das ist ganz klar. Also meine Frage, wie stark spielt diese wirklich europäische Verteidigungsfähigkeit und auch das Bewusstsein, wir haben diese Beistandsklausel in der nationalen Politik eine Rolle. Sehr gut, die im Kopf behalten. Und jetzt nehmen wir noch, ja? 11 Uhr. Ah nein, Agnieszka Brugger muss auch los. Dann bitte. Es tut mir total leid, ich muss leider zurück ins Parlament. Aber um das nur vielleicht einmal kurz noch zu verstärken, auch wenn ich jetzt versucht bin, das Parlament Parlament sein zu lassen, weil es ist wirklich auch eins meiner Lieblingsthemen, glaube ich, dass wir sehr viele Hausaufgaben nach wie vor auch in der Europäischen Union im Bereich der Sicherheitspolitik zu erledigen haben. Genau wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Damals wurde gespart, jetzt wollen alle viel Geld ausgeben, bin ich immer wieder auch nicht zufrieden mit dem Punkt, wie wenig wir uns untereinander abstimmen, weil dass die Europäische Union nicht auch gut aufgestellt sind, hat gar nicht immer so viel mit Verträgen und anderen Geschichten zu tun, sondern wenn wir kaufen, dann lass uns doch gemeinsam das Gleiche kaufen. Ja, und also nicht alle möglichen verschiedenen Systeme mit 1000 extra zusätzlichen Modifikationen, aber das nur dazu. Den wichtigeren Punkt, den ich da fast machen würde, erstens, die europäischen Fähigkeiten sind schon jetzt ein relevanter Teil in der NATO natürlich, deshalb ist es auch nicht nur ein Gegensatz. Und zweitens und drittens, was hat eigentlich nochmal die ganze Geschichte ausgelöst? Die Diskussion, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden will, die gibt es schon sehr lange. Als die Ukraine sich an die EU annähern wollte 2014, hat das alles begonnen. Und deshalb ist die EU nicht so machtlos, wie wir denken. Allein die Strahlkraft gegen diese ganzen Autokraten dieser Welt, ja, ist eine Riesenbedrohung für die. Und das ist natürlich eins der vielen Kriegsmotive, die Wladimir Putin hat. Ich bin auch sehr dankbar nochmal für den Zwischenruf aus Indien. Ich war mit Annalena Baerbock auch in Indien und das will ich an der Stelle auch noch mal sagen. Es sind ja nicht nur die Diskussionen, wo man versucht in der Generalversammlung... In einen Nuklearkrieg. Diese letzte Alternative und einen russischen Sieg wünscht mit großer Sicherheit keiner der hier Anwesenden. Was aber ist bei einem ukrainischen Sieg? Was, wenn es der Ukraine gelingt, die Ostregion und die Krim wieder zu befreien? Was passiert dann in Russland? Ich als Historiker würde schlicht und einfach sagen, es ist sehr gut möglich, dass es dann eine Wiederholung der Situation gibt, wie in der deutschen Novemberrevolution 1918. Putin würde das mit Sicherheit nicht überleben. Wie schätzen Sie diese Situation ein? Was sagen Sie, was passiert im Falle eines ukrainischen Siegs? Ich nehme gerne diese Frage zu 42.7 Beistandsklausel auf, weil das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Geschichte gewesen in Finnland und Schweden. Also zunächst wurde das Wortlaut ja so etwas verwässert durch diesen Nebensatz, dass ja manche Länder dann irgendwie ihre eigenen, also eben bündnisfrei sind und dass es da einen Unterschied gibt zwischen den NATO-Staaten, NATO-Mitgliedstaaten, die ihre Verteidigung dann hauptsächlich durch die NATO organisieren und dann eben diese anderen fünf, also Finnland, Schweden, Malta,
Ja, und dann Malta und Zypern, ne? Genau, also gut, dann 6 und Irland und Österreich. Und Finnland hat dann sehr viel investiert in, also erstens war man so ein bisschen skeptisch grundsätzlich gegenüber dem Ganzen in Finnland, weil es nicht so überzeugend war oder es wurde dann nicht gleichzeitig geklärt, wie das dann im Fall der Fälle implementiert würde. Und Finnland ist in der Sicherheitspolitik sehr praktisch und pragmatisch und hatte dann ein Interesse so, okay, also wenn dann jetzt Russland irgendwie über die Grenze rollen würde, so, was genau würde das dann auslösen? Es ist zwar umfassend, aber die Mechanismen sind eher unklar. Und man war dann skeptisch, irgendwie so etwas da reinzuschreiben, was dann aber, was irgendwie gut klingt, aber eigentlich nicht wirklich Substanz hat oder wo man nicht geklärt hat, wie genau funktioniert das in der Praxis. Dann hat Finnland aber sehr viel darin investiert, irgendwie zu versuchen, daraus eine Realität zu machen. Und es wurde auch sehr viel vor einem Jahr dann diskutiert, so ja, was macht denn diese Beistandsklausel, ist die zu irgendwas gut? Und jetzt am Ende war dann schon eigentlich die Schlussfolgerung so, naja, also so, dass das Problem ist, dass es eben innerhalb der EU und in der CD, also in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dass es da einfach nicht genügend Einigkeit gibt und nicht die notwendigen Mechanismen. Und deshalb ist dann einfach die NATO-Mitgliedschaft doch am Ende erforderlich, weil sowieso dann einfach die meisten EU-Länder auch NATO-Länder sind und dann NATO ist halt eben dezidiert ein Verteidigungsbündnis und die EU ist vieles mehr. Und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik spielt einfach eine weniger wichtige Rolle in der EU. Und ich fand es sehr interessant, im schwedischen NATO-Bericht im Mai letztes Jahr war es eine ziemlich, also wie das eingeschätzt wurde, war schon nicht sonderlich positiv. Also da wurde dann gesagt, so, ja, es gibt zwar diese Beistandsklausel, aber in der Praxis ist die nichts wert, weil es einfach nicht die dafür nötige politische Einigkeit gibt und so weiter in der EU. Also das war zum Beispiel die schwedische Schlussfolgerung und auch der Grund, warum man dann den NATO-Beitrittsantrag gestellt hat. Und dann, was ich schon vorhin erwähnt habe, das ist natürlich, dass die NATO hat dann einfach die USA und Großbritannien und das ist dann einfach nochmal, was Kapazitäten angeht, macht einen erheblichen Unterschied. Aber es ist eine sehr interessante Geschichte, wie Finnland und Schweden damit umgegangen sind. Okay, etwas mehr Wasser im EU-Wein, aber die Frage dürfen wir natürlich nicht liegen lassen. Also ukrainischer Sieg, Krim, Eskalation, nuklear. Wow, we seem to be losing. Ich denke, wir verlieren hier immer mehr Leute im Panel. Hoffentlich können wir wenigstens bis zum Schluss bleiben. Also ich bleibe. Vielen Dank, dass Sie noch da sind. Das ist schön, dass nur die Panelisten verschwinden, nicht das Publikum. Es ist eine sehr schwierige Frage und ich danke Ihnen dafür. Zunächst einmal lebt die Ukraine im Schatten des Kernkraftunfalls Tschernobyl. Es ist nichts Hypothetisches, es ist in meiner Generation passiert. Die ersten Binnenvertriebenen hatten wir nach dem Unfall in Tschernobyl. Mein Freund in London hat ein Mädchen aus Poltawa aufgenommen, das jetzt in Kiew gelebt hat, nachdem es aus dieser Kernkraftzone fliehen musste. Also die Besetzung des Kernkraftwerks Saporischschja. Hier konzentriere ich mich mal auf die zivile Nutzung der Kernkraft. Das vergessen wir recht häufig, wenn wir über taktische Kernwaffen oder sonst was Nukleares als Waffe reden. Ich denke, das Risiko ist immer da. Und es ist der erste zwischenstaatliche Konflikt, wo man dieses Risiko hat, zivile nukleare Kapazitäten könnten außer Kontrolle geraten und Russland nutzt das ganz bewusst. Sie nutzen den Terror gegen die Ukraine und auch gegen alle anderen. Es ist ein terroristischer Staat. Ich nutze dieses Wort ganz bewusst, weil sie verfolgen die Taktik, auch Angriffe zu führen, wo ein Kernkraftwerk ist. Der IAEA
Generaldirektor war bei uns. Er hat hier gut erklärt, was passiert ist. Sie können sich das Video auch zu Hause noch ansehen. Und es war eigentlich sehr, sehr gut, dass die Ukraine hier versucht hat, alle Kernkraftbetreiber mit ins Boot zu nehmen, wenn es um die Bewertung der Situation in Saporischschja geht. Die nukleare Bedrohung wird ernst genommen, ganz besonders von den USA, aber auch von allen anderen Nuklearstaaten. Und die Russen haben es nicht geschafft, sich zurückzuhalten. Sie betreiben ihr nukleares Säbelrasseln. Als die Russen mit der schmutzigen Bombe gedroht haben, kurz vor dem Verlust von Cherson, die anderen Nuklearstaaten sind vernünftig umgegangen. Und die Russen verstehen sehr wohl, was das bedeutet, solche Möglichkeiten weiterzuführen. Sie wissen, die nukleare Option ist jetzt keine Option. Sie führen weiter den konventionellen Weg. Sie mobilisieren ihr Volk. Sie nutzen ihr gesamtes Waffenarsenal und sie werden weiterhin konventionelle Waffen gegen die Ukraine einsetzen und keine nuklearen Mittel. Bei der Krim, da gab es sehr viele Befürchtungen im Westen ganz besonders. Wenn es darum geht, Mittel- und Langstreckenraketen an die Ukraine zu liefern, weil wenn Angriffe geführt werden gegen die Krim, Krim ist genauso illegal okkupiert wie Cherson, Saporischschja oder der Donbass. Da sollten wir nicht unterscheiden. Dieser Krieg hat seinen Ausgangspunkt genommen auf der Krim und er muss enden. Auch mit der Lösung der Krim-Frage. Nicht nur wegen der Ukrainer, sondern auch für die Tataren, die dort leben, für die Sicherheit des Schwarzen Meeres, für die Nahrungsmittelsicherheit. Wir sehen ja jetzt schon, wie Millionen leiden, weil ukrainisches Getreide nicht frei ausgeführt werden kann. Ich denke, wir müssen deswegen auf diese Erpressungsversuche sehr entschieden reagieren. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine die militärische Kampagne weiter koordinieren kann. Wir tun das. Die Washington Post redet jetzt auch über nachrichtendienstlichen Austausch, bevor die Ukraine Angriffe führt, versichert sie ihre Partner, informiert sie die Partner. Damit versucht man, die nukleare Bedrohung in Schach zu halten. Es ist eine sehr schwierige Situation, in der wir noch nie gewesen sind in der modernen Geschichte. Und ich hoffe, unsere Entscheidungsträger werden stets die richtigen Entscheidungen zu treffen, in der Lage sein. Interessant zu beobachten, wie die Diskussion jetzt mit Blick auf Deutschland sich diesbezüglich auch verändert hat nach dem Bali-Meeting und diesen klaren Botschaften, die ja auch aus Indien und aus China kamen. Abgesehen von diesem etwas sozusagen Versuch, nochmal von hinten durchs Knie mit der Dirty Bomb-Drohung die nukleare Angst aufflammen zu lassen, hat die Rhetorik seitens des Kreml ja drastisch abgenommen. Und ganz auch interessant, Kanzler Scholz sagte ja, so gegen die nukleare Eskalation, so hat er sich ausgedrückt, sei jetzt ein Pflock eingerammt. Das mag man unterschreiben, wenn man so die allgemeine Sprechweise beobachtet, aber die grundlegende Drohung Putins, die er im September formuliert hat, nämlich dass diese annektierten Gebiete sozusagen zum Staatsgebiet deklariert werden und damit auch unter den nuklearen Schutzschirm Russlands fallen, die steht ja weiterhin. Und deswegen muss man sich zwangsläufig mit diesem Risiko einfach weiter auseinandersetzen. Und ich will einen Gedanken noch dazu formulieren, weil ich glaube, Stichwort langfristige Strategie und diese Dinge. Eine Sache ist einfach wahnsinnig kompliziert mit Blick auf dieses Thema. Ob die Krim militärisch von der Ukraine zurückerobert werden kann, kann ich, glaube ich, nicht beurteilen. Das lassen wir jetzt mal offen. Aber politisch stellt sich ja folgendes Problem. Einerseits gibt es diese Eskalationsangst. Und ich bin
niemand, der dieses Risiko negiert. Ich halte es auch nicht für sehr hoch und nicht für akut. Und ich glaube, wir sollten es nicht zum handlungsleitenden Motiv machen für das, was wir im Westen entscheiden. Aber wir müssen es im Blick haben. Das heißt, einerseits gibt es dieses Eskalationsrisiko, dass, wenn Russland in der Position ist, Angst haben zu müssen, die Krim zu verlieren, dann möglicherweise diese nukleare Frage im Raum steht. Andererseits ist es ja strategisch so, dass wir die Ukraine eigentlich in einen Zustand versetzen müssen, dass sie diese Angst in Russland auslösen kann. Putin muss den Verlust der Krim fürchten, sonst kommt er nicht an den Verhandlungstisch. Und das ist im Grunde sozusagen, ja, im Englischen würde man sagen, es ist ein wicked problem. Das ist sozusagen paradox. Wir müssen im Prinzip das befördern, was wir eigentlich verhindern wollen. Sehr, sehr schwierig. Und deswegen nochmal, also in den Schuhen der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger möchte ich manchmal auch tatsächlich nicht sitzen. So, ich muss ein ganz klein bisschen auf die Uhr achten. Minna, bitte nochmal. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde es manchmal so ein bisschen absurd, diese Eskalationsdebatte in Deutschland, weil das sich irgendwie fast ausschließlich auf eine nukleare Eskalation bezieht und übersieht, dass Russland ja schon die ganze Zeit eskaliert in der Ukraine und zwar extrem. Also das darf man einfach nicht vergessen. Also irgendwie, also ich glaube, es dreht sich so sehr um die nukleare Eskalation, weil das ist dann etwas, was uns gegebenenfalls hier in Berlin betreffen könnte, was ich zwar selber für sehr unwahrscheinlich halte, aber irgendwie das ist natürlich der Gedanke dahinter, das verstehe ich schon. Aber wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, dass Russland einfach eben schon auf jede mögliche Art und Weise eskaliert in der Ukraine. Und genau. Und dann zu Krim nur kurz. Die Krim ist sehr wichtig für die russischen militärischen Operationen als ein Stützpunkt. Also das ist auch einfach ein relevanter Faktor. Also wenn wir dann wollen, dass die Ukraine im Frieden leben kann, dann muss man auch das mit bedenken. Ja, also ich glaube, dass dieses, was in der Washington Post zu lesen war, mehr oder weniger gezielt auch in den Diskurs jetzt eingebracht wurde, um eine Rechtfertigungsgrundlage zu schaffen, beispielsweise Attackams oder andere Raketen mit größerer Reichweite liefern zu können. Einfach weil man damit signalisiert, die Ukraine tut damit nichts, was sozusagen nicht abgestimmt ist. Giorgio, ich schaue dich an, weil ich nicht genau, wir haben noch 5 Minuten. Sie waren schon dran. ich gucke mal hier hinten. Ja, Sophia Besch auch noch und bitte hier in der zweiten Reihe und die Dame in dieser Reihe auch noch 3 Stück bitte. Ich habe auch noch was anderes mit Ihnen vor. Also nicht so lange Fragen und Einlassungen. Ich will noch zum Schluss noch was anderes machen. Oh, okay. Sophia Besch vom Carnegie Endowment. Ich wollte mich ganz kurz noch einlassen zu der EU-Frage und der EU-Souveränitätsfrage mit 2 ganz kurzen Punkten. Einmal, wenn wir übermorgen oder morgen europäische Souveränität wollen, dann müssen wir heute Entscheidungen treffen, die das in 10 bis 15 Jahren ermöglichen. Und wenn ich über militärische, verteidigungspolitische, europäische Handlungsfähigkeit spreche, dann rede auch ich nicht davon, der NATO ihre Kapazitäten oder ihre Stärken absprechen zu wollen. Ich glaube, dass die NATO, das hat sich ganz klar im letzten Jahr gezeigt, das wichtigste militärische, operationelle Verteidigungsbündnis in Europa ist. Was die EU kann, ist Märkte integrieren. Das macht sie seit Jahrzehnten. Der europäische Verteidigungsmarkt und Rüstungsmarkt muss ganz dringend integriert werden. Das hat Agnieszka Brügger schon angesprochen. Es geht um gemeinsame Beschaffung, es geht um koordinierte Beschaffung. Da verpassen wir jetzt gerade Chancen. Ja, die Beschaffungszeiten sind lang und die Entwicklungszeiten sind lang. Das geht hier um 10 bis 15 Jahre mindestens. Aber jetzt müssen diese Entscheidungen getroffen werden. Und da vermisse ich auch in Deutschland das proaktive Handeln auf der Ebene von Brüssel, um der EU zu ermöglichen, den Verteidigungsmarkt zu integrieren. Das wollte ich nur noch ganz kurz sagen. Und dass Polen jetzt Abrams kauft und nicht Leopard, ist natürlich katastrophal und schafft eine Fahrtabhängigkeit, die wir jahrzehntelang nicht loswerden. Ja, Sie hatten, Herr Sauer, extra gefragt nach der Eskalation. Die ist tatsächlich in manchen Teilen unserer Bevölkerung eine große Sorge. Die ist tatsächlich dann auch aus meiner Analyse eine übertriebene Sorge. Aber es bleibt natürlich
eine nicht nur theoretische Möglichkeit, nicht? Und Politologen sagen dann viel und wenig und so weiter. Das ist aber eine Nullaussage. Man müsste also in Eintrittswahrscheinlichkeiten sprechen. Also verschiedene Szenarien haben unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeiten, die man so einschätzen mag. Und dann sind das vielleicht für die nächsten 4 Jahre 2%, dass es eine nukleare Eskalation gibt. Und nun denken natürlich viele, ja, Eskalation bedeutet, dann ist halt die ganze Welt oder zumindest die nördliche Halbkugel kaputt. Das stimmt aber nicht. Eskalation kann eben auch irgendwann durch, in Anführungsstrichen, Vernunft eingegrenzt werden. Und ja, wer ist dann besonders betroffen? Das sind dann die Länder, die geopolitisch benachteiligt sind, entweder weil sie sehr nah am Konflikt sind oder, und das ist noch der wichtigere Faktor, weil sie selber keine eigenen Atomwaffen haben. Erweiterte Abschreckung, also mit amerikanischen Atomwaffen. Ja, also Olaf Scholz mag sich an viele Sachen nicht erinnern, aber ich glaube, er hat noch sehr präsent die Problematik der erweiterten Abschreckung. Und es wird jetzt, es ist dann eben ein Thema. Natürlich, die Amerikaner machen mehr als alles an, als alle anderen zusammen in Unterstützung für die Ukraine. Aber das Risiko ist dann am Ende für andere deutlich größer. Das ist der zweite Beitrag, den man leisten kann in dem Kampf für die Ukraine. Und da schneiden wir, gerade auch als Deutsche, ein bisschen tollpatschig ab, also weil wir als irgendwie sehr nachlässig erscheinen und so weiter. Aber es gibt ein Sonderrisiko für Deutschland. Und insofern ist es vollkommen richtig, bei den Amerikanern eben auch darauf zu drängen, dass sie dann ihre Abrams liefern. Dann kommen sie mit irgendwelchen Erläuterungen, wie wir sie ja auch aus unseren eigenen Argumentationen kennen, nicht? Diese Hampeleien bis jetzt zuletzt, wo dann also der neue Minister erst noch sagen musste, dass er die Panzer zählen muss, bevor er dann was sagen kann. Also, aber die kommen dann eben auch, die Amerikaner, und es gibt jetzt Hinweise, dass es dann erst Ende des Jahres sein wird, die paar Abrams, die sie liefern. Also das sind so Hinweise, warum machen die Amerikaner das nicht? Sie liefern allerlei Dinge, die auch sehr provokant sind, aber die Panzer eben nicht bisher. Und das hat Gründe. Also faire Verteilung auch des Risikos, nicht nur der Beiträge, sondern auch des Risikos. Derzeit sind manche Länder, auch unseres, besonders betroffen und das wird zu wenig berücksichtigt. Vielen Dank. Jetzt hatte ich Sie noch gesehen. Hallo, grüß Sie alle. Mein Name ist Claudia Sasse. Ich bin grüne Lokalpolitikerin aus Prien am Chiemsee. Das ist ziemlich weit weg von hier. Und ich habe seit über 30 Jahren Freunde in der damals noch Sowjetunion, die jetzt über alle Ex-Sowjetländer und das Exil verteilt sind. Und ich begegne immer wieder dieser Frage, wie sollen wir uns weiter verhalten? Das ist hier viel diskutiert worden. Und ich nehme eine ganze Menge mit. Aber mir bleiben zwei Fragen, die ich gerne stellen möchte. Die eine ist, wie sehen Sie das Risiko eines Zerfalls von Russland im Falle eines ukrainischen Sieges? Das ist was, womit ich immer wieder, was mich auch immer wieder gefragt wird, wo ich höre, dass Menschen aus Russland, kluge Leute, das auch befürchten. Und die zweite Frage ist was sehr Simples. Ich habe eine ganze Menge Freundinnen und Freunde, mit denen ich immer wieder über diese Frage diskutieren muss. Warum unterstützen wir eigentlich die Ukraine und warum verhandeln wir nicht? Das ist jetzt sehr, sehr runtergebrochen, ja, sehr runtergebrochen. Und ich kann es selber nicht mehr hören und muss mich aber doch jeden Tag damit auseinandersetzen. Und mir gehen langsam die Argumente aus und ich kriege einen Knoten in der Zunge und Wut im Bauch und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich wäre froh, wenn ich hier vielleicht noch ein Tool an die Hand bekomme. Dankeschön. Danke, das gebe ich direkt weiter. Also die Frage ist ja sehr einfach beantwortet. Russland will nicht verhandeln. Also man kann ja nicht alleine verhandeln. Also ja. Und dann will ich noch mal was aufgreifen. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was dieses deutsche Sonderrisiko sein soll. Also wir sind alle demselben Risiko ausgesetzt. Und irgendwie diese Debatte erschließt sich mir wirklich nicht. Und Ich glaube einfach so, dass in Deutschland jetzt erst so richtig dieses Gefühl ankommt, so, oh, wir können mit bedroht sein. Aber irgendwie die Länder, die näher bei Russland sind, die leben damit schon sehr lang. Also deshalb, klar, faire Verteilung und so, aber dieses besonders deutsche Sonderrisiko verstehe ich nicht. Das war's eigentlich.
Wir müssen es ja klären. Ich nehme an, dass Sie Nuclear Sharing meinen und Büchel. Also, dass man sagt, dadurch, dass wir auch die B-61 bei uns hier liegen haben, sind wir vielleicht ein exponierteres Ziel als jetzt, sage ich mal, weiß ich nicht, die Schweiz. Ja, gut, ja. Ich meine, der Punkt ist, wir haben grundsätzlich vergessen, dass wir nuklear bedroht waren. Die ganze Zeit vorher schon. Es ist ja nicht so, dass irgendwie wir keine Nuklearwaffen mehr gehabt hätten nach 1989, 90. Die Iskander braucht keine 7 Minuten bis nach Berlin. Ja? Also da sind wir hier alle verdampft. Da haben wir noch gar nicht mitgekriegt, dass das Ding im Anflug ist. Und das war schon vor dem 22. Februar so. Aber das haben wir alle einfach erfolgreich verdrängt. Ja? Aber... Ja, aber ich meine, sozusagen, das ist halt vielleicht der eine Punkt, der auch stimmt. Bitte. Ich denke, man muss die Tatsache akzeptieren, dass wir jetzt keine Krise managen. Ich denke, dass das, was passiert, da verwenden wir immer noch die Instrumente und quasi unsere Denkweise für ein Krisenmanagement. Aber wir können hier keine, also wir sind mit einer neuen Realität konfrontiert und wir sollten jetzt langfristig planen und diese Planung sollte also unabhängig von der Geografie in der Zukunft, denn es gibt sicherlich eine Frühlingsoffensive, eine Sommeroffensive, aber wir müssen letztendlich unser eigenes Haus in Ordnung bringen, was jetzt zum Beispiel die NATO-Anforderungen angeht in Bezug auf Kapazitäten und auch Ausgaben. Wir müssen die militärische Produktion hochfahren. Wir müssen in den Verteidigungskomplex investieren. Und ich denke, dass es eben um Abschreckung geht. Das ist Abschreckung. Denn nur wenn wir ernst machen, wird Putin oder wer auch immer dann im Kreml sitzt, das Ganze ernst nehmen. Und ich denke, dass nochmal zur Frage der Verhandlungen, also es, da kann man ganz einfach antworten. Wenn ein Räuber in ihre Küche kommt, ihre Dinge kaputt macht und dann auch das weitermachen will und niemand soll ihn irgendwie einschränken, dann geht das nicht. Also das ist das, was Putin macht. Es geht ja nicht nur um territoriale Okkupation. Er möchte, dass wir seine Weltsicht akzeptieren. Wenn man mit ihm jetzt, also wenn man sich darauf einlässt, dann würde man seine Weltsicht übernehmen. Und das wollen wir einfach nicht. Vielen Dank. Ich habe jetzt abschließend tatsächlich noch eine Sache vor. Geht ganz schnell, Giorgio. Und zwar haben Sie ja alle diese Karten gefunden. Eine grüne und eine rote. Und ich will jetzt einfach ganz an den Anfang zurückgehen und nochmal aufgreifen, was Herr Rasmussen gesagt hat und sozusagen die Temperatur im Raum prüfen. Er sagte ja, kann der Preis der Freiheit zu hoch sein? Also wer denkt, ja, es kann einen Preis geben, den zahlen wir nicht für die Freiheit, der sollte bitte die rote Karte hochhalten. Nee, das meine ich ganz abstrakt, im Sinne von die Freiheit der Menschen. Oder, und wer sagt, ja, dem stimme ich zu, Freiheit ist ein derart hohes Gut, dafür kann man ja nachgerade jeden Preis zahlen, der sollte bitte die grüne Karte hochheben. So, und jetzt schauen wir mal. Also ich sehe, ich kann es folgendermaßen machen, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich sehe 13 rote Karten und alle anderen sind grün. Und damit, Giorgio, kann ich quasi vermelden, die Zeitenwende ist in der Böll-Stiftung vollzogen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der Rest der Republik auch hinterherkommt. Vielen Dank. Vielen Dank an die wunderbaren Panelistinnen, die noch da sind. Einen Applaus bitte. Und natürlich ganz herzlichen Dank Ihnen auch für die rege Beteiligung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch ein bisschen baff. Also es ist nicht die Art unbedingt Diskussion und die Rückmeldung, die man zwingenderweise in der Böll-Stiftung erwartet hätte. Aber ich werte das als sehr gut und sehr fortschrittlich. Und ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank und ja, genießen Sie das restliche Programm. Vielen Dank, Frank. Bevor ich Sie in die Mittagspause entlasse, vielleicht nur die Information, Sie können eine Treppe tiefer gehen, da gibt es ein paar Snacks, was zum Trinken und in einer Stunde
treffen wir uns wieder hier, es spricht die Außenministerin. Wenn Sie in der Mittagspause auch sich kulturell noch ein bisschen erbauen wollen, wir haben eine kleine Ausstellung hier auf der Belle Etage. Und dazu wird unser Leiter des Osteuropa-Referats, Walter Kaufmann, Ihnen zwei, drei Dinge noch sagen, was Sie da sehen, wer sie gemacht hat. Walter, vielleicht sagst du noch kurz, wo die Ausstellung ist, wenn Sie durch diese Tür gehen oder hier raus, gleich auf der linken Seite, eine interessante Fotoausstellung. Ja, vielen Dank, lieber Giorgio. Kulturelle Erbauung würde ich es jetzt nicht gerade nennen, ansonsten bin ich mit allem einverstanden. Sie sehen dort die Bilder vier russischer FotografInnen, die Ihnen ihre sehr persönliche Eindrücke und sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem Schock des Krieges und des 24. Februars vermitteln. Sie berichten vom Überleben, vom Sterben, von der Flucht, vom Wahnsinn der Aggression, von der verzweifelten Anpassung an die Gegebenheiten der Not und von verstecktem Protest in Russland. Die dargestellten Situationen, die könnten kaum unterschiedlicher sein. Zwei der Fotografinnen haben in der Ukraine fotografiert und in der Republik Moldau, die Ukraine im Kriegszustand, ukrainische Geflüchtete in Moldau. Und zwei haben in Russland fotografiert, Moskau unter dem Einfluss von Propaganda und Bilder von vereinzeltem Protest. Mit ihren Arbeiten und sehr persönlichen Texten wollen die Künstlerinnen ihre Haltung zum Krieg ausdrücken, sich explizit von der passiven Rechtfertigung der russischen Aggression absetzen und sich dem russischen Diskurs des Hasses entgegenstellen. Die Ausstellung ist eine Kooperation der Sacharow-Stiftung mit dem mit uns verbundenen Dialogbüro für zivilgesellschaftliche Kooperation mit Ost- und Südosteuropa in Wien. Und sie befindet sich, wie Giorgio gesagt hat, hinter der Garderobe, sozusagen auf unserer ukrainischen Seite, nämlich hier auf dem Stock, genau gegenüber der ukrainischen Botschaft. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Mittagspause. Vielen Dank.